Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs. Diese Ausgabe ist eine von mehreren, welche im Rahmen des Interviewmarathons beim Internationalen Comic-Salon Erlangen 2022 entstanden ist. Ihr bekommt hier zu hören, was ich 4 Tage lang im eigens dafür von mir dort eingerichteten Podcast-Atelier und an sonstigen Orten in Erlangen aufgezeichnet habe. Und sind wir mal ehrlich, wer diese Folge des Telestammtischs hört, bekommt genau das, was ihr gewohnt seid. Professionelle und entspannte Interviews mit dem Anspruch eines Informationsgewinns. Für dich, für mich, für uns alle. Von der Szene, für die Szene. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Meine Arbeit beim Salon ist rein privat motiviert. Ich reise auf eigene Kosten an, übernachte auf eigene Kosten und interviewe bzw. moderiere bis zu 8 Stunden am Tag nur aus einem einzigen Grund heraus. Ich liebe das Medium Comic und möchte Kreativen daher eine Plattform für ihr Schaffen bieten. Podcasts sind dafür mein Mittel der Wahl und ihr könnt mich buchen. Ihr arbeitet bei einem Verlag, in der Kreativbranche, ihr verkauft etwas oder seid im Marketing tätig, ihr sucht neue Mitarbeitende für euer Unternehmen oder neue Vereinsmitglieder, dann stünde euch ein eigener Podcast sehr gut zu Gesicht. Wenn ihr mich dazu mit ins Boot holt, wird aus eurem Projekt ein echter Podcast und eurem Erfolg steht nichts mehr im Weg. Meldet euch einfach bei mir, keine Sorge, ich stehe auf der guten Seite der Macht. Aber nun erstmal viel Vergnügen bei den folgenden zahlreichen Interviews, euer Andi. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben Donnerstagmorgen, das ist der allererste offizielle Salontag. Der Salon, der internationale Comic-Salon Erlangen geht wieder los. Wir haben 2022, wir haben eine längere Pause und es ist soweit. Wir dürfen uns alle wieder treffen, miteinander sprechen und das habe ich teilweise auch gestern Abend schon getan. Am Mittwochabend ist nämlich immer das, wenn man so will, traditionelle Grillen des Comic-Seminars. Und da kommen dann ganz viele Menschen zusammen, die eigentlich nichts mit dem Comic-Seminar zu tun haben und essen und trinken miteinander. Es war schon sehr schön, das kann ich sagen. Ich bin froh, rechtzeitig aufgestanden zu sein. Es wird ein toller Start in diesen Tag. Und jetzt sitzen wir im Podcast-Atelier hier in diesen Interviews, die wir führen werden, die ich führen würde. Hi. Da geht es darum, dass ich am Tag allein hier im Atelier von 9 bis 12 Uhr im Abstand von jeweils 20 Minuten spannende Gäste eingeladen habe, die mit mir über sich, ihre Arbeit und den Salon sprechen möchten. Das werden wir jetzt auch tun. Und ich freue mich deswegen sehr, dass hier heute jemand da ist, der mich proaktiv angeschrieben hat auf den Aufruf, hier meldet euch, ich bin der Andi und so, hat er sich aktiv gemeldet, eine E-Mail geschrieben, wir haben auch schon 2-3 Mal miteinander telefoniert und ich bin mal gespannt, worüber wir uns unterhalten. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Christian. Hallo Christian, sag mal Christian, wer bist du? Ich habe gesehen, du machst Videos, ich habe was auf Vimeo gefunden, erzähl mal, du bist Comic-Fan, oder? Schon mein ganzes Leben lang, also ich hatte als Kind Schwierigkeiten, flüssig lesen zu lernen. Und dann habe ich die Comics entdeckt und seitdem bin ich dabei. Aber als Kind und als Jugendlicher habe ich andere Comics gelesen. Natürlich die gesamte Kinder- und Jugendbuchabteilung der Bibliothek in Essen habe ich durchgelesen, rauf und runter. Und wenn da Comics waren, die ich schon mal gelesen habe, habe ich dann die mitgenommen, wenn keine anderen da waren. Also von Anfang an war das mein Ding so, ne? Und dann hat es ein bisschen abgenommen, als ich dann angefangen habe, Stephen King Bücher zu lesen, so ab 1990, 92. Es gab von Stephen King eigentlich in den 80er Jahren nur einen Comic, der heißt Creepshow. Und dann kam, ich weiß gar nicht genau wann, vielleicht weißt du das, ich glaube 2007 kamen die ersten Comics dann mit King-Geschichten, The Stand, Der dunkle Turm, Endpunkt, Road Rage. Das hat dich geprägt und zum Comic-Fan gemacht, das sind die Comics, in die du eingestiegen bist und jetzt sind wir hier beim internationalen Comic-Salon. Erzähl mal, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du das erste Mal hier bist beim Salon. Ja. Warum? Wie kommt's, dass du überhaupt hier bist? Das ist vielleicht die spannende Frage. Dass man noch nicht hier war, ist leider aber sicher da draußen häufiger der Fall. Warum bist du dieses Jahr da? Ja, ich hatte das Geld und habe gedacht, jetzt nach der langen Corona-Depri, Mal endlich, raus aus der Hütte. Endlich mal wieder was erleben. Und statt jetzt nur ein Konzert zu sehen von 90 Minuten, was dann schnell wieder vorbei ist,
4 Tage Comic-Salon ist auch ganz nett. Auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Highlights im Kopf, auf die du richtig Bock hast, die du wahrnehmen möchtest? Von Veranstaltungen, von Lesungen, von Panels oder ähnlichem? Könntest du ja den ganzen Zeitplan dir vorlesen jetzt. Aber das ist dein spezielles Highlight. Worauf freust du dich am meisten? Den Comic-Talk mit Hella von Sinn. Der findet heute Abend statt. 2 Aufzeichen, 18:20 Uhr im 50 heißes Theater, glaube ich. Ja. Darauf freust du dich am meisten. Hast du Tickets schon? Ja, habe ich schon. Mhm. Und die Veranstaltung mit Stephen Appleby hier zu Dragman habe ich auch gebucht. Mhm. Ja, und ich hoffe natürlich auf jede Menge Fotos mit Verlegern und Zeichnern und Signaturen und ja, aber ich befürchte, ich habe so viel in den Zeitplan reingepackt, dass ich gar nicht alles schaffen werde. Ja. Wie sieht es aus, bist du so ein richtiger so Trophäensammler, der dann losgeht und sich dann auch die Originale holt und die Signaturen und so? Ist das dein Ding? Also Erstausgaben? Ja, zum Beispiel, oder halt einfach Originale? Ja, bei manchen Sachen schon. Aber ich muss jetzt nicht alle Comics in erster Ausgabe haben. Aber hier so unterwegs, ich meine auf so Salons, da gibt es ja Leute, die kommen mit einem leeren Koffer und gehen mit einem vollen, weil sie sich überall Sachen gekauft haben. Ist das auch dein Plan? Ich habe eine Tasche, einen großen Koffer und einen kleineren Koffer. Den kleineren Koffer habe ich später noch dazu genommen, weil also ich habe ein Budget von 150 Euro, was ich für Comics raushauen kann. Sehr gut, also deckst du dich hier ein bei den 4 Tagen. Bist du alle 4 Tage da? Ja. Mhm. Und ich habe gesehen, dass du auf Vimeo, habe ich ein Video von dir gefunden, du präsentierst dann auch die Sachen, die du gelesen und gekauft hast, beziehungsweise deine Sammlung. Was gibt's denn so von dir im Internet? Ja, ich habe Facebook-Account, dann habe ich Twitter, dann habe ich Instagram. Videos habe ich bisher nur bei Vimeo gemacht. Mhm. Ich habe nur eine einfache Videoausstattung, eine kleine Kamera, aber ich glaube, das Video ist ganz gut gelungen, ne? Ja, ich bin durchgesetzt, habe mir ein paar Sachen angeschaut und du erzählst dann, glaube ich, was du dann Highlights aus deiner Sammlung rausgepickt hattest, darum geht es, glaube ich, in dem Video, ne? Ja, da will ich, also ich habe das extra auch mein erstes Video genannt, damit das so der Beginn, ne? Ja. Der Ursprung, ja. Das heißt, du bist so richtig so ein Comic-Fan, der auch gern seine Leidenschaft teilt und anderen Menschen davon erzählt, was er gerade so gelesen hat. Und du hast auch hier für unser Gespräch auch Comics mitgebracht, über die du scheinbar reden möchtest. Warum hast du genau diese Comics jetzt dabei? Ja, also zum einen, also diese, fange ich mal mit dem hier an, der geht ja über die... Wie heißt der denn? Der Staub der Ahnen von Felix Pestemer. Liebe Grüße an den Felix, den wir auch schon zum Gespräch hatten. Ich hatte, vorher hatte ich einen Comic über B. Traven gelesen. Den kennst du wahrscheinlich auch. Nein. Nein. Also es gibt da von ihm einen Comic und man vermutet ja, dass es der richtige Name ist von B. Traven, aber um den rankt sich so ein ganzes Mysterium, was jetzt der richtige Name ist. Und der ist vermutlich irgendwann Anfang 1910, 1920 aus Deutschland verschwunden. Man sagt, dass er verfolgt wurde vom Kaiserreich oder von der Weimarer Republik wegen weil er Sozialist war und so oder Kommunist oder sowas und ist dann nach Mexiko letztendlich geflüchtet quasi. Und in den 60er Jahren hat ihm dann quasi, also heute würde man sagen, nachgestellt und also man vermutet, dass es der Richtige ist, aber es ist alles so. Das ist ein Comic, der hat dir einfach sehr gefallen oder worauf willst du hinaus? Also was ist der Zusammenhang jetzt zu dem? Ja, dieses Mythische und Mystische, ja. diese Kultur in Mexiko, diese Vermischung von indigener Kultur, Religion und christlicher Kultur, die trifft man ja da an. Ja. Und das finde ich faszinierend. Also, und wie der Comic gemacht ist, ist einfach,
ich weiß jetzt gar nicht. Also in Schlaf der Ahnen geht es offensichtlich ja um den Tag der Toten. Du hast gekriegt hin, Dias de Muertas oder so. Ja, und das genau. Hat dich ja scheinbar fasziniert und das war für dich der Grund, diesen Comic zu lesen und zu kaufen, richtig? Genau. Super. Und der ist besonders toll und den willst du uns heute vorstellen, richtig? Genau. Das ist ein schönes Teil auf jeden Fall, die Arbeiten von Felix, die sind ja auch sehr detailverliebt und ausgearbeitet und so. Hast du vor, Felix hier zu treffen? Ich weiß gar nicht, ob der da ist, weißt du da was? Ja, er soll ich glaube, eine Signierstunde haben. Für Wand irgendwo wahrscheinlich, ne? Für den Wandverlag wahrscheinlich irgendwas. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es alles im Zeitplan abgespeichert. Ja. Dafür ist der Zeitplan ja da, dass man nicht alles im Kopf haben muss. Das ist richtig. Besser ist das bei der Unmenge an Terminen hier. Mhm. Ja, super. Und was hast du noch dabei? Ja, dann natürlich die Trash-Abteilung. Mhm. Weißblech. Ja. Zombie-Terror, Horrorschocker. Das ist jetzt der Zombie-Terror, der ja lange vergriffen war, die Nummer 1, die habe ich mir, also den habe ich lange nicht gekriegt, da war ich auch noch nicht dabei, als der rauskam. Mhm. Und der musste ich natürlich unbedingt haben. Und den, ich habe noch andere Sachen von ihm, aber den würde ich mir auch gerne signieren lassen, von Levin Curio. Ich war nämlich bei einer Comic-Veranstaltung in Brunsbüttel. Mhm. Und von Cuxhaven nach Brunsbüttel gibt es ja eine Fähre. Mhm. Bin ich rübergefahren und habe gedacht, ja, mal eben in die Fähre rein, ne, kurz nach Brunsbüttel reinfahren mit dem Fahrrad, ne, und das war ganz easy, ne. Und dann komme ich da an und dann heißt das, ja, Levin kann nicht kommen. Ja, bei der Veranstaltung. Die haben jetzt hier auch für den Salon kurzfristig, glaube ich, noch die Zusage gemacht und sich kurzfristig dazu entschieden, hier nochmal irgendwie einen Stand zu haben und zu betreuen. Der Rainer Engel ist ja auch wieder dabei, der ist dieses Jahr hier auch am Start als Kleinaussteller und wird, glaube ich, die Titel auch betreuen. Und scheinbar bist du ein richtiger Weißblech-Fan. Ja, schon. Also zumindest den Teil, der Horror angeht. Mhm. Die haben ja auch andere Sachen. Ja. Ich habe zwar auch diesen Captain Berlin DVD, aber die Comics dazu habe ich jetzt nicht. Mhm. Aber das ist ja auch Trash. Und genau, also als Schläferz-Fan muss ich natürlich Trash lesen. Mhm. So, ne? Also Kalkofe und Rücken machen geile wir Sachen. Alle ohne Kanin, ja. Ja, und da bin ich voll dabei. So, ne? Genau. Und aber Weißblech ist ja cool. Ich meine, die haben ja, das ist ja wirklich sehr viel Inhouse produziert. Das heißt also, Levin Curio macht hier wirklich jede Menge Sachen selbst. Hat er auch Zombie-Terror komplett selbst geschrieben? Ist das alles aus seiner Feder? Hat er es auch gezeichnet komplett oder hat er Hilfe gehabt? Also ich habe gehört, dass die Zeichner, die, also jetzt, ich weiß das glaube ich nur vom Horrorschocker, dass die zeichnen, das komplett unentgeltlich machen, weil das sonst sich nicht rechnen würde. Dann müssten die Comics noch teurer sein. Also das ist sozusagen dann das mehrt die Ehre der Zeichner sozusagen, ja, und zeigt, was sie können und genau. Sehr gut. Ja, prima. Und der nächste Comic, vielleicht gucken wir uns den dritten hier auch noch an. Such dir noch von den beiden noch einen dritten aus, von den dreien, die dir am wichtigsten sind. Insgesamt hast du uns 5 heute mitgebracht oder noch mehr, genau genommen. Such dir noch den aus, der jetzt vielleicht am spannendsten wirkt, wo du denkst, da sollten wir auf jeden Fall mehr von kaufen. Ich will nur einen Satz über U-Comics verlieren. Ja. Nämlich, dass ich ziemlich sehr, sehr traurig bin, dass die eingestellt wurden. Mhm. Eigentlich, ja, schade. Wirklich schade, ja. Ja. Die Leute sind teilweise ja auch da. Hier beim Salon. Deshalb habe ich hier mitgebracht, damit ich wenigstens noch eine Signatur kriege, ja, wenn schon keine neuen Comics rauskommen. Mindestens, genau. So. Und dann komme ich schon zum nächsten. Ja. Der König der Vagabunden. Ich lese vielleicht mal vor. Stuttgart, Pfingsten 1929. Die Polizei errichtet Straßensperren. In der Stadt sind die Vorhängeschlösser ausverkauft. Gregor Gock, 1891 bis 1945, landesweit berühmt als der König der Vagabunden, trommelt die Tippelbrüder und Schwestern zum International Vagabundenkongress zusammen und ruft den lebenslangen Generalstreik aus. 2 Jahre zuvor hat der ehemalige Matrose Gock die Bruderschaft der Vagabunden gegründet, um Obdachlosen zu helfen und sie politisch zu organisieren. Eine Geschichte über
Armut und Hoffnung, Freundschaft und Protest und über ein vergessenes Kapitel der Weimarer Republik. Wo der Bürger aufhört, beginnt das Paradies. Gregor Gock. Ja, da habe ich damals sogar von Bea Davis, heißen Sie, und Patrick Späth, eine Lesung gesehen. Da war ich in Frankfurt auf einer Lesung. Was ist hier das Besondere für dich an dem Comic? Was fasziniert dich daran? Wieder sehr gut verarbeitet, 25 Euro bei Avant. Schönes Hardcover. Warum gefällt dir das so besonders? Ja, der Freiheitsaspekt, ne? Mhm. Also einfach machen zu können, was man will, ohne irgendwelche, also im besten Sinne von, was du nicht willst, dass man die tue, das fügt auch keinem anderen zu. Also solange man keinem schadet, kann man machen, was man will. Mhm. Tolles Ding, sieht auch wunderbar aus. Und weißt du, ob die beiden da sein werden? Herr Späth ist da, Patrick ist da. Mhm. Also Davis habe ich nicht gesehen in der Liste. Mensch, ja. Toll, ja. Auch Schwarz-Weiß-Zeichnung ist ein schönes Ding. Und Späth ist der Zeichner oder ist das der Texter? Fragst du mich was, würde ich bestimmt irgendwo stehen. Also hinten steht, das ist diese Wandübersicht, steht drin, dass Text und Szenario von Patrick Späth sind, Zeichnung und Layout von Bea Davis. Okay. Wunderbar. Ja. Ja, Mensch, toll. Dann danke ich dir für deinen kurzen Abschnitt hier im Podcast-Atelier und unser kurzes Gespräch auch. Es ist toll, auch diese ganzen Fans, die hier hinkommen zum Salon. Ich glaube, dafür ist die Veranstaltung vor allem auch da. Es geht nicht immer nur darum, dass die Comic-KünstlerInnen sich miteinander treffen oder die Verleger ein Glas Sekt miteinander trinken. Nein, wir wollen uns einfach mal als Fans auch austauschen. Und ich finde es ganz toll, dass der Salon wieder stattfindet und die Veranstalter uns diese Möglichkeit hier bieten. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem viel Spaß hier auf dem Salon. Dankeschön. Danke, dass ich Gast sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das nächste Gespräch des heutigen Tages führe ich mit meiner Lebensretterin. Ich habe nämlich mega cool davon, sie war netterweise bereit, mir was zu essen und einen Kaffee mitzubringen. Was ganz Schöneres geben. Und sie ist auch wieder dabei. Sie ist eine alte Bekannte des Telestammtisch. Wir haben schon unzählige Sachen zusammen gemacht und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute dabei ist. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi, ich bin die Caroline Reich. Hallo, Caroline. So. Mensch, erzähl mal, wie ist es ergangen? Du hast schon aufgebaut jetzt, ne? Nee, ich bin noch mittendrin. Also tatsächlich, alles, wo theoretisch Bücher draufkommen könnten, steht schon, aber sonst noch überhaupt nichts. Also es ist ein hochgezogener Stand ohne tatsächliche Auslage. Soweit bin ich schon. Super, und das heißt also, dass dein nächster Termin, da wird es dann weitergehen, gleich nach dem Gespräch. Genau. Mhm. Wir quatschen jetzt ganz schnell so ein bisschen. Ratzfatz, ziehen wir das hier durch. Ratzfatz, und dann trinke ich meinen Kaffee, weil ich hatte nämlich auch noch keinen. Mhm. So, und dann werde ich weiter aufbauen und bis 12, denke ich, habe ich das geschafft. Also so Stündchen. Ja, mega. Mensch, der Salon ist wieder. Wir haben echt 4 Jahre drauf gewartet und freuen uns wie irre. Und gerade bei dir weiß ich, dass für dich diese Veranstaltungen auch super, super wichtig sind. Freust du dich auf den Salon? Total, total. Also ich bin seit einer Woche eigentlich schon die ganze Zeit, jetzt wieder Salon. Und 3 Monate schon so, oh, findet da wirklich statt? Ja, es sieht so aus, wie findet statt? Ja, ich bin mega aufgeregt und freue mich. Und was erwartest du dir auch als Ausstellerin? Was sind so deine Hoffnungen für die 4 Tage? Ich hoffe, dass es voll wird tatsächlich, dass viele Leute kommen, alte, bekannte, neue Gesichter, dass ich viel reden kann mit Menschen und ihnen zeigen kann, was ich mache und aber auch einfach reden, weil ich gerne rede und nicht so viele Menschen gesehen habe in den letzten in der letzten Zeit. Ja, ist anders irgendwie gewesen, ne? Die letzten Jahre komplett schwierig auch. Ja, Mensch, wie sieht's aus? Worauf können wir, das Publikum, worauf können wir uns dieses Jahr bei dir freuen? Wir können uns bei mir freuen. Tatsächlich, ich mache ja immer noch vom Anfang meine Fantasy-Serie. Da gibt's einen 5. Band, der ist schon 2020 erschienen, ganz am Ende, aber den hat niemand mitgekriegt, weil fand ja nicht statt. Also der ist neu und ich habe, weil Comiczeichnen war schwierig zugegeben in der letzten Zeit, aber ich habe trotzdem gearbeitet. Ich habe 2 Sketch-Signs gemacht, also so kleine Artbooks mit Illustrationssammlungen und freien Arbeiten und Zeug. Und da ist das 2. jetzt gerade ganz frisch heute rausgekommen. Also cool. Das war nochmal so eine richtige Nadelstrickaktion, weil, also tatsächlich, Druckerei hat es mir letzten Samstag geliefert, aber es sah zwischenzeitlich so aus wie, ja, kommt Mittwoch, gestern Abend bin ich im Zug gefahren, so shit, ja, dann schmeiß ich jetzt irgendwie in den Kopf. Ja, ja. Ja, super. Und inhaltlich, hast du Themen oder Sachen, die auf dich fokussiert hast, oder bist du ganz bunt unterwegs? Nee, das erste war noch, die heißen beide Comfort Zone aus Gründen, weil ich da halt Sachen nur drin habe, die ich gerne zeichne. Das erste war Pferde. Nee, rothaarige Mädels. Aha. um,
war das erste halt noch, das hat sich auch noch ein bisschen auf VR konzentriert, aber vor allen Dingen halt Mädchen und Fantasy-Star, also hübsch und niedlich und Skizzen. Und das zweite, ich habe im letzten Jahr auch Pandemie-Hobby, ich habe angefangen wieder ganz viel Dungeons and Dragons zu spielen, cool. So und weil ich umgezogen bin und das war halt neu, kann schon. Und das zweite, also ich habe mich bemüht, zumindest noch ein bisschen was von dem, was ich sonst mal reinzunehmen, aber es ist ein Tiefling plus die Gruppe, er ist auch auf dem Cover, ich liebe ihn sehr und ich denke, er ist irgendwie sexy, ja, ich zeichne für mich, ja. Aber ich glaube, andere können sich auch. Das ist dein Charakter von dir erschaffen, richtig? Wann erscheint sie, die Geschichte, die Fantasy-Geschichte? Die erscheint gar nicht, die spiele ich nur. Das ist tatsächlich nur so. Naja, aber ich sag mal so, vielleicht ist das ein Ansatz für die Fantasy, also auch da in der Richtung was zu machen. Ja, nee, das nicht. Also, nee, ich will VR fertig machen. Das ist ja immer noch das aktuelle Projekt. Also, weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe. Also, sollen noch zwei Bände kommen, sind 5 gerade. Es wären 7, bestenfalls der 6. dieses Jahr noch. Mal gucken. Mhm. Papierpreise gerade sind schwierig. Also, es ist tatsächlich weniger, ein Ding kriege ich es fertig, sondern eher kann ich es drucken. Keine Ahnung. Ja. Muss ich schauen. Und dann Abschluss 7. nächstes Jahr. Und danach, das erzähle ich jetzt auch schon mal, aber das ist erst exklusiv für beim Telestammtisch, ja, das gehört. Voll gut. Danach will ich wieder natürlich ein Fantasy-Adventure machen, weil das ist halt das, was ich tue, mit einer weiblichen Hauptfigur. Aber das soll ein bisschen erwachsener werden, also dann auch ein bisschen mehr so in die, ich sag mal, Thriller-Richtung gehen. Und mal gucken, ob ich das hinkriege, aber halt so, VA ist ja 13+, cartoony, happy-go-lucky, manchmal ein bisschen deeper, aber meistens nicht. Und Tochter des Ibis, das ist der Arbeitstitel, also keine Ahnung, wie es am Ende heißen wird. Könnte ein Pharao-Ägypten-Setting werden? Nee, tatsächlich nicht, genau das ist das Ding. Ah ja, verstehe. nee, der Ibis ist eine Mafia-Organisation und das ist eigentlich ein How to Create a Villain. Jetzt habe ich es wieder falsch ausgesprochen. Mhm. Also so wirklich so Bad Girl Gone Worse. So die Richtung. Ich weiß noch nicht, ob ich das... Aber ich finde es super interessant, nicht nur thematisch. Ich finde es aber auch gleichzeitig mutig. Wie du selbst sagst, vom Anfang ist eher eine andere Zielgruppe. Ja. Und du gehst dann sicherlich auch an andere, sag ich mal, auf Zielgruppen einfach zu. Du meintest auch mal, dass du relativ viele Kunden hast, Mütter und Väter, die für ihre Kids Sachen bei dir kaufen. Das ist natürlich eine neue Zielgruppe, die du dann arbeiten musst. Ne? Ich denke aber auch gerade jetzt auch mit vom Anfang... Da sind Kids, aber das sind ja halt junge Mädchen, die sind mittlerweile auch älter geworden. Mhm. Also die haben mir schon am Anfang angefangen, da waren die vielleicht 13, 14, die sind jetzt auch 18, 19 aufwärts. Also da sehe ich gar nicht so das Problem und die Papas kriege ich eh. Ja gut, allein schon, weil du charmant bist und man gerne mit dir spricht, zack, hat man das Buch gekauft, so schnell genau kann es gehen. So. Hier, guck mal, ich mal dir auch was rein. Aber das ist interessant, dass du das sagst auch, also das Publikum wächst mit dir mit, das heißt, du hast dann da auch ältere, hast du das, dass Leute am Ball bleiben, die immer wieder mit dir reden wollen, die dich im ersten Band gekauft haben und dann auch bei den Folgesachen wieder Kontakt halten? Total, und so. Ja, das ist wahnsinnig spannend, also ich habe auch ein Patreon, wo halt eben so auch das verfolgt werden kann, was ich so mache und darüber ein bisschen unterstütze, damit es mir halt auch leichter fällt, damit ich Dinge tun kann. Und da sind halt ganz viele, die auch sagen, so ist uns eigentlich völlig egal, was du machst, ob du machst, wir wollen das alles lesen, wo ich immer so denke, okay, interessant, so, danke für das Vertrauen. Ja. Und definitiv, also so, ich versuche selber immer jetzt nicht völlig was anderes zu machen, also ich würde jetzt nicht plötzlich eine Romance-Geschichte schreiben von, weiß ich nicht mehr, das liegt mir nicht. Also ich glaube, das wird ganz furchtbar, wenn ich das versuchen würde. Aber ich versuche mich natürlich innerhalb meiner Themen trotzdem zu entwickeln und da auch mal was anderes ausprobieren. Ja, also bis jetzt sind das so, ja, lass mal ausprobieren. Ja, cool. Sind da noch alle dabei. Das sind die nächsten Schritte. Ja, ich brauche dich, glaube ich, gar nicht zu Programm fragen, weil letztlich sitzt du ja vermutlich viel hinterm Tisch und bist da eingespannt. Total. Musst du dich hier alleine stellen oder hast du Hilfe? Ich bin alleine. Ich bin alleine. So, aber der Andi, der jetzt weggerannt ist, der gleich nach mir kommt. Man kennt sich halt auch, ne? Genau. Ja. Der sitzt witzigerweise Rücken an Rücken mit mir. Wir waren schon so, ja nee, komm, wir kriegen das zusammen. Und gerade auch schon konspiriert, weil wir eigentlich keine Banner aufstellen sollen wegen den Fluchtwegen und wir sollen das mit unseren Nachbarn doch absprechen. Ob das okay ist, dann haben wir uns angeguckt. Ja, ist okay, ne? Also, super. Das geht. Bin noch gar nicht in den Hallen gewesen. Die Halle 10, der bist du diesmal, richtig? Das ist die Halle, die wir beim letzten Salon kennengelernt haben, als, sag ich mal, die kleinen Indie-Aussteller für auch die Solidarity dort gewesen ist. Der Platz ist jetzt ein bisschen ein anderer, an dem sie steht, richtig? Genau, die ist auch mit im Schlossgarten. Also direkt, wenn man
reinkommt von der Hauptstraße her, so, dann sieht man linker Hand ein größeres Zelt, das ist Halle B und rechts daneben, eigentlich so ein bisschen versteckt, aber sieht man auch, ist Halle C. Und da sind wir halt, ja, Kleinaufstelle. Und die Comic Solidarity ist auch wieder unter. Ah, ich mache Werbung, ich bin gut. Die Comic Solidarity hat die Besuch mich-Aktion organisiert. Mhm. Postkarten, wo man Vintage-Motive von Locations aus Indie-Comics sammeln kann. Und wenn man 10 von diesen Postkarten hat, kriegt man ein Sticker-Set. Und jetzt komme ich zu meinem Bogen. Ich habe auch eine Postkarte. Sehr gut. Ich habe sie auch schon gesehen. Sieht fantastisch aus. Ich noch nicht. Also ich habe sie gemalt, aber noch nicht die fertige. Gut, die digitale Auffassung aus dem Discord, die habe ich gesehen. Mega. Und die kriegt man, und da kann man, die kriegt man immer dazu oder kriegt man die einzeln oder gibt es auch ein Set oder wie komme ich da jetzt eigentlich ran? Auch gerade, wenn der Salon vorbei ist, das kann man erst hören, wenn es rum ist. Diesmal so, mal so. Also ich glaube, manche Künstler geben die einfach so raus. Dann eigentlich wurden wir angewiesen, die einfach zu verkaufen für 2 €. Ich werde es so machen, also ich werde sie entweder verkaufen oder gibt es gratis zu einem Comic dazu, wenn man einen Comic mitnimmt. So. Ja, mit Caro, ich wünsche mir, dass die Leute dir das alles aus der Hand reißen. Das würde mich sehr freuen dieses Jahr. Das wäre super. Und ja. Wir haben ja auch zu viel Gepäck. So. Du musst verkaufen, es geht, ich, es geht ich muss, kaputt. Ich muss verkaufen. Ich habe tatsächlich dadurch, dass ich ja, das war mir nicht so bewusst, aber ich meine, ich bin ja immer so mit Koffer und allem und vor der Pandemie ging das gerade so noch, da waren es aber noch ein paar weniger Bücher und dann habe ich mir, shit, ich habe ja ein bisschen, wir kriegen das jetzt rein und ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich einen Karton hierher geschickt, weil also, es geht nicht, es ist nur eine Handvoll irgendwie mitnehmen, keine Chance und ja, das muss weg, weil ich weiß nicht, wie ich es wieder nach Hause kriege. Das heißt also, wer verhindern möchte, dass du einen Bandscheibenvorfall bekommst, der kommt nicht drum rum, dir ein bisschen was abzukaufen. Das kann man auch tun, wenn man nicht auf dem Salon ist. Ich vermute im Internet. Yes. Wo finden wir dich? Ganz einfach www.carolin-reich.de. Carolin mit C. Und da ist mein Shop, da ist mein Portfolio, da sind alle weiterführenden Links. Guckt erst in 2 Wochen drauf, weil ich baue die Seite gerade um. Ja. Es ist jetzt gerade auch alles da, aber es ist anders. Es wird dann anders sein und schöner. Ich dachte, das ist das Letzte, dann höre ich ja auf. Ich wollte es noch schnell schaffen vor dem Salon, ich habe es nicht geschafft. Ich war Samstag in so einem Mut, ich hätte beinahe alles gelöscht, und weil ich so wütend war. Mhm. Okay. Meine Freundin hat mich noch abgehalten und hat gesagt, nein, Caro, lass das, du kannst damit jetzt auch noch 2 Wochen länger leben. Ich sag, ich will nicht, aber du kannst. Liebe Caro, liebe Lebensretterin, ich danke dir vielmals und wie gesagt, viel Erfolg hier beim Salon. Danke. Bis bald, bis nachher wahrscheinlich. Bis nachher. Tschüss. Tschüssi. Das nächste Gespräch des heutigen Tages widmet sich einem Mann, mit dem ich insofern Kontakt hatte, weil er wohl einer von sehr wenigen leider ist, die auf Facebook regelmäßig die Beiträge von den Comic-Cookies liken und auch sonst da scheinbar auf Facebook hin und wieder Dinge tut, aber das ist ja nicht alles, was er tut. Er ist Comic-Künstler, hat 2020, wie ich gerade gehört habe, sein letztes Werk beim Zwerchel Verlag veröffentlicht. Das haben wir bei den Cookies auch schon besprochen, hört da unbedingt mal rein. Wie es heißt, wie er heißt und wie es eigentlich dazu kam, das klären wir jetzt. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich bin der Sascha Gallion und wie der Andi schon erzählt hat, gab es 2020 mein Comic-Debüt beim Zwerchfell Verlag. Passend natürlich zur Pandemie. Comic-Salon 2020 ist ausgefallen, von daher ist es jetzt auch nach 2 Jahren Veröffentlichung quasi mein Messedebüt mit Wildblumen am Zwerchfellstand und da bin ich die nächsten 3 Tage auch unterwegs, immer mal eine Stunde. Und werde alles signieren, was man mir so unter die Nase hält. Der Andi Preller hat Wildblumen damals bei uns besprochen bei den Cookies und er fand es ganz toll, er war sehr angetan. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, worum es geht und warum es vielleicht auch so gut passt oder passte zu der Zeit. Gut, Wildblumen ist eigentlich eine Geschichte, die ist ganz spontan beim Comic-Seminar in Erlangen entstanden, was ja auch jetzt dieses Jahr wieder vor dem Salon stattfindet, wo sich einfach 25 Künstler treffen, betreut von namhaften Größen aus dem Comic-Bereich. Mal zum Birgit Weiheflix, Naomi Fern ist dieses Jahr mit dabei, Thomas von Kummernd, die einem dann so ein bisschen unter die Arme greifen. Betreutes Treffen. Betreutes Treffen, genau. Schöne, lockere Runde. Nein, und da ging es drum um Thema, ein bisschen um versteckte Orte und ähnliches und dann hatte ich lange überlegt, was ich mache und irgendwann kam ich dann mal so auf die Idee, man könnte ja irgendwie so ein bisschen was mit dem Hinterhof oder ähnliches in der Richtung machen und es hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt und da mal aktuell gerade ja eher so ein bisschen auch mehr baut und Grünflächen dem Erdboden gleich macht oder Grünflächen ein bisschen vernichtet, sage ich jetzt mal, entstand dann die Idee, da so eine kleine dystopische Geschichte draus zu machen. Also Wildblumen spielt in einer grauen, Beton zugebauten Stadt. Und am Morgen gibt es einen dieser Bewohner, die tragen auch passend, da ja die Umweltverschmutzung groß ist, viel Staub und ähnliches, laufen die mit einer Maske durch die Gegend, auch um selber für sich so ein bisschen anonym zu bleiben.
Der macht sich so morgens auf den Weg und stolpert dann einfach über eine junge Dame am Bahnhof, die rennen quasi gegeneinander ineinander rein, mal so ein bisschen durch die Gegend gucken und der fällt einfach so ein Päckchen Wildblumensamen aus der Hosentasche oder aus dem Aktenordner. Und das findet er sehr interessant und verfolgt die Dame dann natürlich, um mal zu gucken, was ist denn da los, weil generell wäre eigentlich in der Stadt verboten, dass man Blumensamen ausbringt, weil die lösen nur Allergien aus, machen Dreck, ständig muss irgendwie hier das Sondereinsatzkommando der Stadt ausrücken in ihren Schutzanzügen mit dem Insektenver- oder Blumenvernichtungs-, Pflanzenvernichtungsmittel, um das Ganze wieder zu entfernen. Und deswegen wollte er mal so gucken und er findet die junge Dame ja dann oben quasi auf dem kleinen Dachgarten, wo sie ein Gewächshaus stehen hat mit vielen Pflanzen und zeigt ihr aber dann auch schnell, quasi, dass er da jetzt gar nichts dagegen hat und am Ende geht es dann darum, dass er vielleicht gemeinsam sich da ein bisschen drum kümmern, dass das Ganze wieder ein bisschen grüner wird. Das und ist so die gegen Idee. Das System anpflanzen, quasi Guerilla Gardening, glaube ich, ist der Fachbegriff, ne? Dass man genau, da so in, genau. Mit diesen, in die Richtung, mit diesen Bombs, die man so werfen kann. Auch genau, diesen, man kann so, auch cool. So Lehmkugeln machen. Bei mir waren es einfach halt so Samentütchen, die sind dann so ein bisschen. Gab es eigentlich im Set-Comic mit Samentütchen zu kaufen zusammen irgendwie? Das wäre doch voll der Deal, oder? Das als Set zu kaufen, gab es das generell nicht, aber es ist so quasi als kleines Messer-Highlight, habe ich mich zu Hause hingesetzt, von Hand liebevoll die Samenpäckchen gemalt und bezeichnet, befüllt, zugeklebt und jeder, der quasi bei Zwerchfell vorbeikommt, sich bei mir was signieren lässt, dem gebe ich dann gerne so ein Päckchen mit. Eine kleine Blumenwiese wird das dann, oder? Das wäre dann so eine kleine, ja, so eine Wildblumensamenmischung, heimische Wildblumen, die kann man sich dann auch in Balkonkasten streuen, wenn man mag. Wichtig ist es Gießen nicht vergessen und dann wird es irgendwann grün, wenn man einen grünen Daumen hat. Ich versuche es immer mit einem grünen Daumen, das klappt nicht immer, aber ab und zu habe ich doch mal so ein bisschen Glück. Du sagtest, du bist ja beim Seminar gewesen, hast da irgendwie offensichtlich total Bock drauf gehabt, vielleicht kannst du noch ein bisschen zu dir erzählen. Das Comic-Ding, ne? Das muss einen ja irgendwie auch erstmal kriegen, man muss ja infiziert werden mit dem Comic-Virus. Wie ist denn das passiert? Warum, seit wann zeichnest du eigentlich? Genau, also Zeichnen generell tue ich eigentlich schon immer oder von klein auf interessiert für Comics ähnliches. Früher ging es da los mit Mickey Mouse, Asterix und die ganzen Lucky Luke und die Geschichten, die man kennt. Aber Comic ist ja weitaus mehr wie nur dieses Genre, was man kennt oder diese Superhelden-Geschichten und Kram. Und habe auch schon in der Jugend früh oder immer wieder angefangen ein bisschen zu zeichnen, auch ein bisschen zu gucken, was machen andere Flicks und ähnliche und dann da ein bisschen nachzuzeichnen. Und irgendwann hat es mich dann einfach gepackt, da ein bisschen intensiver zu gucken und auch für mich auszuprobieren und bin dann letztendlich 2009 in das Comic-Geschehen mit eingestiegen. Und zwar habe ich ab da eigentlich immer zu den Messen bei Chasm, der größten deutschen Comic-Anthologie dieses Jahr. Weiß nicht, ob die dieses Jahr da sind, hatten jetzt ja auch eine lange Pause oder ist ein bisschen ruhiger geworden. Immer kleine Kurzgeschichten veröffentlicht und dann bin ich irgendwann über die Ausschreibung zum Comic-Seminar in Erlangen gestolpert und habe gedacht, das wäre nochmal so ein Push, einfach so sonst immer für mich hin am Schreibtisch gezeichnet und ausprobiert, nochmal zu gucken, wenn es da irgendwelche gibt, die vielleicht auch schon den einen oder anderen Preis gewonnen haben und einem da über die Schulter gucken und sagen, du Gallion, mach mal den Strich da weg, weil voll einfach, natürlich. Ne, der passt da nicht hin, aber den lässt du jetzt mal, da gehst du nicht wieder mit dem Radierer dran. Dann fand ich das eine gute Idee und so bin ich eigentlich dann auch dazugekommen, eher Geschichten zu zeigen. Das erste Mal beim Comic-Seminar war ich 2013. Da war Barbara Jelin und Rainer Kleist, die Dozenten. Und dann hat es familiär immer zwischendrin mal nicht gepasst und dann war ich wieder 2017. Da war dann Flix und Birgit Weyer als Dozenten da und da ist dann auch die Geschichte gestartet. Und da bin ich dann 2017, 2018 am Seminar dann teilgenommen, einfach um auch da die Geschichte ein bisschen weiterzuzeichnen, weiterzuentwickeln und habe es dann zwischendrin beim Zwerchfell Verlag vorgestellt. War es das schon fertig zu dem Zeitpunkt? Nee, da waren die ersten Seiten gezeichnet. Aber generell ist es immer so ein bisschen auch für die Verlage interessant, wenn man so die Story an sich ein bisschen runtergeschrieben hat, wobei ich da die Ausnahme bin. Bei mir gibt es kein fertig geschriebenes Skript, bei mir gibt es kein fertig geschriebenes Storyboard. Die Geschichte, die gibt es im Kopf. Ja. Ich weiß, wie sie anfängt. Ich weiß schon direkt, wie sie aufhört. Ich habe so meine Zwischenpunkten und ich muss für mich relativ schnell anfangen, das dann runterzuzeichnen, weil sonst dauert mir das zu lange und dann verliere ich irgendwann die Lust für das Ganze. Und dann, aber auch ein bisschen ermutigt einfach durch das Comic-Seminar mit der Geschichte, haben sie gemeint, du,
das ist ja auch so ein Umweltthema, gerade so ein bisschen, es wird viel gebaut, es gehen viele Grünflächen verloren, man schafft jetzt keinen Ausgleich. Das könnte vielleicht auch mal für einen Verlag sein und das war dann auch so ein bisschen der Auslöser, okay, eigentlich hätte ich es jetzt genommen nach dem Seminar, hätte mal eine Schublade aufgemacht, hätte es mir in die Schublade reingelegt und dann gesagt, ja, ist eine schöne Geschichte für mich, das Ding dann ein bisschen aufzubereiten in irgendeiner Form, also als kleine Mappe und dann einfach mal so bei den Verlagen durchzulaufen. Und letztendlich war dann Zwerchfell Verlag, die sich dann kurz nachdem ich es gezeigt habe, gemeldet haben, gesagt, ist eine nette kleine Geschichte, könnten wir uns gut vorstellen und wir probieren das einfach mal, wir machen das mal. Dann genau so wurde es dann 2020 bei Zwerchfell eröffnet und ja, quasi ab dem Zeitpunkt kann man dann sagen, war ich dann eigentlich bei Zwerchfell. Von dem her. Mit dem Anfragen und der Zusage natürlich schon vorher, also die Zusage kam schon 2018, aber das Ganze braucht ja auch ein bisschen Zeit, bis es gezeichnet wird. Genau, und wie war dann so, sagen wir mal, Feedback-Schleifenmäßig, gab es da irgendwas? Haben die mit dir gesprochen und wollten noch, ich will nicht unbedingt Einfluss sagen, aber so Hinweise und Tipps geben, vielleicht die Dinge, die andere beim Comic-Seminar über die Schulter geben, gab es da auch irgendwie so ein bisschen Feedback oder war das kein Thema? Das war da eigentlich kein Thema. Mhm. Das fand ich für mich aber auch ganz interessant und ganz gut, weil du einfach frei bist. Ja. Oftmals hast du ja auch beim Verlag dann einen Lektor, was dann nicht verkehrt ist, weil du hast ja oftmals so Momente, wo du sagst, boah, wie soll es da jetzt weitergehen oder passt es nicht. Da kann man Zwerchfell immer ansprechen, da kriegst du auch entsprechend ein Feedback, wenn du da mal einen Hänger hast, aber sie lassen dir eigentlich frei an. Das heißt, du kannst deine Geschichte, wenn es nicht zu verquer wird, schon so durchzeichnen, wie du das hast. Sie gucken dann noch ein bisschen halt auf ein Format, dass es druckbar entsprechend bleibt, dass es von Kosten interessant ist, entsprechend für den Käufer und natürlich für den Verlag von der Produktion her. Genau, aber ansonsten, fand ich auch für mich ganz gut, weil dann hast du auch keinen, da hast du auch keinen, der Druck macht. Mhm. Und bei mir ist es ja so, dass ich das mit dem Comiczeichnen, um ein bisschen auf meine Person zu kommen, nicht hauptberuflich mache oder freiberuflich als Grafiker arbeite und mir da dann immer die Zeit abzwacken kann. Wann setze ich mich mal zeigen, sondern ich bin Betriebsleiter in der Kletterhalle. Also ich selber komme aus Heidelberg, bin in Ludwigshafen Betriebsleiter in der Kletterhalle. Sag mal, deine Hände, kletterst du selbst? Ich klettere auch selber, im Moment ein bisschen weniger, deswegen sind wir nicht so viel Hornhaut drauf. Das ist dann ganz angenehm, aber man merkt es auch relativ schnell, dass die Finger ein bisschen schneller wehtun. Nee, ich sage, ich bin da Betriebsleiter und morgens geht es dann um 9 Uhr für mich aus dem Haus oder um 9:30 aus dem Haus und bin abends um 6 Uhr dann wieder in Heidelberg und dann, je nachdem wie der Tag war, musste dann natürlich auch noch die Muse finden, dich hinzusetzen, das zu zeichnen und deswegen zieht sich das manchmal über einen längeren Zeitraum. Bei Wildblumen gab es dann, hat die Frau dann gesundheitliche Probleme ein bisschen zwischendrin, da war dann auch mal so ein halbes Jahr irgendwie gar nichts zeichnen. Und du kennst ja jetzt selber mit Familie, wenn du Kind hast, dann muss man sich was überlegen. Auch, will auch Kind was von dir haben. Ja, das ist richtig. Unsere ist jetzt 8 geworden. Aha. Die fordert auch schon mal, vom Papa was haben in der. Wo ist die? Warum ist sie nicht hier? Die ist zu Hause. Die machen sich quasi ein langes Frauenwochenende. Mhm. Nein, es ist ja, wir reden da immer drüber und sagen, fahr da mit oder wollt da tun. Aber letztendlich sagen sie halt immer, du, das mit dem Comic, das ist so dein Ding. Und jetzt auch gerade nach der langen Zeit, nach 4 Jahren, wenn du da beim Verlag bist oder du kennst so viele Leute, dann bist du eigentlich ja mehr auf der Messe unterwegs mit irgendwie, dass wir was zusammen machen und dann nimm du dir die Zeit, dann musst du dich nicht irgendwie groß, dass wir da was gucken und machen und wir machen uns daheim eine schöne Zeit und so haben die aber auch ihre Sachen, diese machen, wo so unabhängig von mir. Ich meine Frau, die da mal einfach auf ihre Kreativmessen und Kram geht, da bin ich dann nicht dabei, dann ist die da mal ein paar Tage weg und so gleicht sich das Ganze dann aus und dann ist das ja auch eine schöne Sache. Und gerade jetzt nach 4 Jahren, also man hast ja gestern Abend da gesehen im E-Werk. Was ist da los? Da siehst du dann alle wieder, da denkst du immer, ich gehe jetzt mal heim und dann 2 Stunden später guckst du und denkst so, oh, verflucht, da hinten steht noch mal einer. Hängen geblieben. Ich müsste jetzt doch langsam. Also dann hat ja dieser Tag auch nur 24 Stunden, das ist auch manchmal schlimm. Genau, ja. Ja Mensch, und okay, also ne, diese Insel, die man sich dann so schafft von mir, ich kenne das sehr gut, was du da erzählst, das sind Konzepte, die mir sehr bekannt vorkommen. Jetzt vielleicht nochmal ein Blick ein bisschen in die Zukunft. Du hast gemeint, Wildblumen ist ja nun schon ein paar Jahre fertig, beziehungsweise auch veröffentlicht. Gibt es denn schon was am Ende des Horizonts, auf das wir uns freuen können? Das ist eine gute Frage. Nein, also es gibt ein Projekt, die Idee steht, die ersten Zeichnungen sind gemacht. Ich kann es auch mal kurz aus, ich habe gerne eine Zeichnung, dann kannst du mal kurz einen Blick drauf werfen. Ist jetzt noch was ich mit dem Verlag an sich besprechen will, ob es interessant ist, aber es ist eine Idee da und wenn denn alles irgendwie passen sollte, dann denke ich, dass in den nächsten 1,5, 2 Jahren sicher. Was funktionieren könnte, schön. Was funktionieren könnte, genau. Also wie gesagt, aber es ist noch ganz am Anfang die Idee, die ersten Zeichnungen sind so ein bisschen gemacht, der Pitch für den Verlag
ist soweit fertig. Und dann muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Und wie gesagt, damals ja nebenher von meiner Seite erzeichnet, brauchst du ein bisschen. Was mich persönlich immer sehr interessiert, und die Zeit haben wir jetzt auch noch, ist so ein bisschen die Frage digitale Comics, digitale Auswertung. Und du bist im Internet ja auch nicht fern. Kannst du dir als Künstler vorstellen, dass deine Dinge auch in irgendeiner Form digital funktionieren könnten? Sei es jetzt einfach als durchscrollbare Geschichte auf dem Tablet oder meinetwegen auch so, wie das bei so Superhelden-Comics oft ist mit diesem Guided View, dass man durch die Panels springt. Ist das was du dir auch für deine Werke vorstellen kannst? Da bin ich vollkommen offen. Genau. Ist bei meinen Sachen, ich denke, wenn der Comic generell von vornherein digital angelegt ist, ja, vom Zeichnen her, was ja jetzt ja gang und gäbe ist oder was ja viele machen, mal mit der Technik, mit dem iPad und ähnliches, geht es ja ganz gut. Zu meiner Zeit, ich hatte hier mit einem kleinen Monitor angefangen und noch hier so ein Wacom A3 Tablet da liegen zum Zeichnen. Lässt sich das sicherlich auch schnell und gut umsetzen. Bei mir, ich bin da eher klassisch unterwegs, das heißt also bei mir ist wirklich so Vorzeichnen mit Bleistift, dann kommt der Fineliner. Ganz am Anfang war ich noch nicht ganz so mutig, da war dann Kolorieren quasi auf den Scanner legen, ja. Kolorieren am Rechner angesagt, ja. Weil da war dann so die Angst zu groß, okay, total. Wenn ich versau, dann muss ich nochmal anfangen. Jetzt bin ich mutiger, jetzt mache ich es komplett analog fertig, das heißt also quasi Vorzeichnung, Reinzeichnung und dann Wasserfarben drauf. Und bei Wasserfarben weißt du ja nie, was passiert. Nee. Das kann auch mal schnell in eine Richtung gehen, wo du sagst, das wolltest du nicht haben. Ja. Generell mag ich es eigentlich, habe ich die Wasserfarben für mich gefunden, weil ich es, da ich eh so ein bisschen jetzt nicht zu diesen 100% gerade Linie und ja, es muss ja alles Proportion, es muss stimmen, sondern das eher alles vom Zeichnen locker sehe und wenn der Arm mal ein bisschen länger ist auf der einen Seite oder die Finger nicht passen, ist mir egal. Kunst. Gehört einfach bei mir mit dazu und Wasserfarben, da du es auch nie so komplett kontrollieren kannst, gibt es dem noch ein bisschen was Lebendiges. Das ist auch das, was in Wildblumen das einfach ein bisschen lebendiger macht, nicht so platt von den Flächen. Und aber digital hast du natürlich den Vorteil, du kannst es halt 25 Mal die Farbe ändern. Das heißt, es gab da Momente beim Digitalzeichnen, da machst du einen Farbton, den tust du 30 Mal ändern und dann am Ende wieder doch beim ersten. Da hast du halt die Möglichkeiten. Wie gesagt, da habe ich digital angefangen. Genau, und um das zurückzukommen, da ich es komplett analog zeichne, wäre es sicherlich möglich, das auch quasi zu digitalisieren und in der Form mit diesen durch die Panel springen oder ähnliches anzulegen oder als scrollbare Variante ist es ja die einfachste Lösung. Das kennst du, die Seiten setzt es untereinander. Und dann ist aber noch, denke ich, ein bisschen mehr Aufwand, was analog ist halt, das dann aufzubereiten von dem her. Aber möglich wäre es sicherlich schon. Und wenn jemand sagt, er macht es in der Richtung, hätte ich jetzt kein Problem mit. Also ich muss jetzt nicht nur der Mann auf Papier sein. Das Leseerlebnis ist durchaus ist ja auch ganz toll und wir als Presse kriegen ganz oft ja die PDF-Dateien zum Lesen und Vorbereiten für Gespräche wie dieses. Also das funktioniert schon. Ist natürlich eine konzeptionelle Frage. Du gehst anders an so ein Werk ran, wenn es für auch digitale Auswertung gedacht ist. Und vielleicht genau, du musst schon ein bisschen gucken, ja, wie legst du die Panel an, wie von der Größe, wie passt es. Ich meine, ist ja, wenn du es jetzt auf dem Buch machst, musst du ja auch ein bisschen gucken, wie passt vom Fornal, aber da musst du dann auch nochmal gucken, okay. Und mittlerweile durch diese ganzen Endgeräte, denke ich mal, musst du noch ein bisschen genauer drauf schauen, wie groß mein Panel, was kann ich machen, weil es ja auf allen Größen irgendwie skalierbar sein muss, funktionieren. Alle muss. Stellen die Farben auch anders da. Ne? Ich glaube, genau, das ist ein recht komplexes Thema auch. Wahrscheinlich einfach schwarz-weiß und dann. Das ist vielleicht der Weg. Und dann oder einfach. Dann stellst du nämlich die Anschlussfrage mit dem Farbprofil auch gar nicht. Nee, da musst du dir gar keine Gedanken machen. Mega. Genau, und wenn es in Druck geht, Schwarz-Weiß-Druck ist auch immer günstiger, von daher, da ist alles, passt alles gut. Vielleicht eine letzte Frage auch zum Salon. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit dem Programm auseinandergesetzt hast. Gibt es Dinge, auf die du dich freust? Denn du sitzt ja nicht die ganze Zeit und signierst. Du hast ja auch hier und da vielleicht mal eine Minute für andere Sachen Zeit. Weißt du, hast du dich schon mit beschäftigen können und hast du vielleicht irgendwelche Dinge, auf die du dich freust? Genau, also generell einfach die Leute zu treffen, die man jetzt 4 Jahre gesehen hat. Da bin ich schon auf der Seite des Comic-Salons, die ja sehr gut aufbereitet ist. Wer ist als Künstler da? Was für Ausstellungen gibt es? Wo finde ich was? Habe ich da in den letzten Wochen seit die Online ist immer so ein bisschen geguckt, recherchiert, ja, wer ist denn da und auch einfach so Signiertermine rausgefunden. Also Jennifer Daniel, die mit ihrem neuen Buch bei Carlsen dieses Jahr da ist. Man hat hier einen Signiertermin, falls man sich nicht sieht, dass ich da mal vorbeigucke. Oder ganz viele Ausstellungen, wie gegenüber ist ja die Gung-Ho-Ausstellung beim Jaja Verlag. Birgit Weyer hat eine große Ausstellung. Eine Willi Eisner-Ausstellung ist da vorne am Carré, also an diesem Einkaufszentrum, ja, wenn ich das oder an dieser Passage, wenn ich es gesehen habe. Das sind dann so Sachen, wo ich mich drauf freue, wo ich mir dann dieses Jahr auch mal, da ich ja nicht irgendwo den ganzen Tag am Stand sitze, sondern viel Freizeit auch mit habe, mir angucken wird und natürlich bei dem Wetter
einfach in den Schlosspark. Zack, Bier, zack, Sonne, auf geht's. Ja, ich würde wahrscheinlich erstmal mit Kaffee starten. Ja, guter Bier. Einfach so zum Machwerden, weil wenn du jetzt dann morgens um die, also ne, so direkt nach dem Start schon so ein Bier bei den Temperaturen, dann ist der Rest des Tages gelaufen, dann willst du dann abends auch nicht mehr aus dem Hotelzimmer. Reine Einstellungsfrage. Ja, man muss ja langsam und muss sagen, so seit unsere Kleine da ist. Also, natürlich, wie sagst du das? Wird Alkohol ja sowieso reduziert und wenn ich mir jetzt da hier eigentlich einfach nur einen Radler schon gönnen würde, dann merke ich schon so, oh. Jetzt, ich glaube auch nur Sprüche, keine Sorge. Ja, jetzt wird's mit dem Signieren dann noch ein bisschen kreativer. Ja Mensch, vielen, 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 vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Gespräch. Sehr gerne. Und vor allem viel Erfolg auch noch hier auf dem Salon 22 in Erlangen. Ja, bin mal schauen, wer alles vorbei ist, also über Zuspruch und wenn ihr mal vorbeischaut. Immer Moment, gerne, ich finden kann, mich, kriegen wir raus. Zwerchfell Verlag habt ihr euch auch gemerkt. Da genau, ihr auf jeden Fall nochmal. Wenn du willst, kann ich es kurz sagen. Zwerchfell, Halle B. Im Schlossgarten, Stand Nummer 66 ist es, auch neben NextArt und anderen. Prima. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Nächste Ciao. Sehr gerne. Ciao. Die nächste Dame hier in der Runde, die hat zuletzt zwei ganz tolle Comics veröffentlicht. Ich habe die teilweise gelesen, gerade ihr aktuelles Werk kenne ich, glaube ich, zu einem Drittel immerhin, weil es recht kurzfristig war. Und ich freue mich mega, dass sie da ist, weil ich das thematisch total spannend finde, weil das echt so Themen sind, die mich auch privat mal volles Rohr gerade interessieren. Und ich bin doch sehr gespannt, über was wir uns hier und jetzt unterhalten werden. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin Julia Zein. Hi Julia, du bist gerade angekommen beim Salon, habe ich gehört. Genau, ich bin gerade angekommen. Bist du auch so hibbelig wie ich? Ein bisschen. Ich war tatsächlich noch gar nicht hier, obwohl ich Comiczeichnerin bin. Ja. Also ich freue mich. Wann machst du das mit diesen Comics eigentlich schon? Ich habe so 2013, 2014 angefangen. Also ich habe im Studium auch schon immer wieder mal so kleinere Sachen gemacht im Comic-Bereich. Und genau, ich glaube 2015 habe ich dann mit Drei Wege angefangen mit dem ersten Buch. Da will ich auf jeden Fall auch nochmal ganz lieben Gruß auch an die Kollegen von der Comic Invasion schicken, die nämlich auch schon ein tolles Gespräch mit dir geführt haben. Ich mag einfach sehr gern, was sie da machen. Liebe Grüße an Carlos und an die Lara. Da gibt es ein Gespräch mit dir, da kann man sich auch noch ein bisschen zu verschiedenen Dingen informieren. Und jetzt hast du aktuell zwei Sachen veröffentlicht und lass uns einfach mal konkret in die Comics einsteigen, was du da gemacht hast, wie sie heißen, worum es geht. Das sind Sachen, die würde ich gerne mal ansprechen. Fangen wir doch mal an. Du hast zunächst, das steht hier irgendwo, auch vor 4 Jahren, glaube ich, etwas veröffentlicht namens Drei Wege. Mhm. Und da geht es um 3 verschiedene Frauen, stimmt das? Ja, genau. Also es sind 3 junge Frauen und die Geschichten spielen in unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Also 1918, 1968 und 2018. Also als das Buch rauskam, war es dann sozusagen die Gegenwart. Mhm. Und die haben was miteinander zu tun? Nicht direkt. Also es gibt halt so ein paar Verknüpfungen, die man beim Lesen entdecken kann, aber auch nicht unbedingt muss. Aber die haben quasi gemeinsam, dass sie halt alle so eine Coming-of-Age-Geschichte vielleicht erleben und so ein Erwachsenwerden und genau. Kann man sagen, das ist ein feministischer Comic? Ja, kann man schon sagen. Also es ist halt, es beschreibt auch so ein bisschen, was sich im Laufe der Zeit halt geändert hat, mit welchen Problemen die sich auseinandersetzen müssen und wie sich halt genau die Situation für Frauen geändert hat. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, auch in der Recherche dann so verschiedene, sag ich mal, Situationen beziehungsweise einfach gesellschaftliche Situationen festzuhalten. Wie war das eigentlich, keine Ahnung, 1970 mit der Frauenbewegung, mit der Selbstbestimmung der Frau? Ich stelle mir das super schwer vor, das nachträglich so zu recherchieren, dass man das dann auch schön und rund in der Geschichte packen kann. War das so kompliziert, wie ich es mir vorstelle? Es geht. Also ich habe recht viel darüber gelesen und hatte aber auch einen Historiker, den ich fragen konnte. Okay. Und dem ich dann halt auch Sachen zeigen konnte, wo er dann auch sagen konnte, nee, das ist jetzt irgendwie zu übertrieben, dass sich die Frau 1918 die Haare abschneidet oder sowas halt. Also da konnte ich dann, genau, hatte ich Hilfe. Aber authentisch ist es. Genau. Ich hoffe, also ich habe bestimmt irgendwo Fehler gemacht, aber genau, aber ich hatte auf jeden Fall Beratung. Und wie lange hast du dran gearbeitet an Drei Wege? 3 Jahre. Mhm.
Sind laut meiner Übersicht hier 184 Seiten in farbig und bunt. Und genau. Sieht wirklich toll aus. Das sind drei Geschichten, die so halt, wie gesagt, diese Parallelen haben, aber so erstmal nichts miteinander zu tun, soweit ich das verstanden habe. Und dann gibt es was ganz Aktuelles und auch das finde ich, das habe ich tatsächlich in Teilen gelesen, auch mega spannend, nennt sich Andere Umstände und ich glaube, es ist im mehrfachen Sinne drin, was draufsteht, oder? Ja, also es geht um das Thema ungewollte Schwangerschaft und um eine Beziehung, die, naja, nicht so gut läuft vielleicht. Ja, also es spielt in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart und genau. Was hat dich da inspiriert? Hast du irgendwie Einblicke in diese Themen oder ist es rein fiktional? Es ist also es ist eine rein fiktionale Geschichte, aber es stecken auf jeden Fall auch Sachen von mir selbst drin und so. Mhm. Genau. Aber die Charaktere sind schon erfunden. Und es ist auch so mega glaubhaft, also was ich da gesehen habe auf den ersten Seiten. Das sind so Gespräche, so würde man sie, glaube ich, vermutlich in genau diesen Situationen so führen. Auch der Umgang miteinander, wie er zum Beispiel erfährt, dass sie schwanger ist und wie dann so die Reaktion von ihm ist und von ihr und so dieses Aufeinandertreffen. Ich fand das... Also ich weiß nicht, ob der Begriff herzerwärmend richtig ist in dem Fall, aber ich fand das, ich habe mich sofort punktuell zumindest wiedererkannt, weil auch in meinem Umfeld natürlich Menschen schwanger werden und so. Ja. Also ich fand das wahnsinnig faszinierend. Wie ist die Reaktion vom Publikum, von deinen Lesenden? Wie sehen die das? Hast du da schon irgendwas gehört? Ja, eigentlich sehr positive Resonanz. Also viele haben gesagt, dass denen die Dialoge gut gefallen haben, dass sie authentisch sind und so. Und das, genau. Also ich hatte so ein paar christliche Abtreibungsgegner, die sich bei mir gemeldet haben und mich belehren wollten. Aber im Großen und Ganzen war das ziemlich gut eigentlich. Zu dem Thema Abtreibung wirst du wahrscheinlich in Interviews gerade ständig gefragt, also gerade weil dann ja natürlich auch in den Staaten war jetzt ja wieder diese Geschichte mit den Staaten, die da und wir haben in Deutschland ja auch diesen BGB-Paragrafen, der es jetzt, sag ich mal, auch alles erschwert. Nerven dich diese Fragen inzwischen noch oder kannst du noch drüber reden über das Thema? Ich kann auch noch drüber reden, ja. Also das ist ja auch immer noch ein wichtiges Thema. Ist es denn auch eine Absicht, so ein bisschen aufzuklären über die Situation von jungen Menschen in diesen, ja eben Situationen? Ja, einerseits schon. Andererseits wollte ich jetzt nicht einen Informationscomic machen, sondern schon die Geschichte erzählen und genau die Situation der Protagonistin halt nachvollziehbar machen. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie so Gesetzestexte, also ich habe einfach irgendwie auch vielleicht die Hoffnung, dass man sich dann selbst informiert oder so, aber genau. Ja, super cool. Und wie lange hast du hier dran gesessen? Da habe ich schon 2015 angefangen. 4 Jahre ungefähr. 4 Jahre. Aber die haben sich überschnitten, die Projekte. Ach so, also, okay. Genau, also als ich bei dem 3 Wege in der Ausarbeitung war, habe ich mit dem neuen halt angefangen zu recherchieren und Ideen zu sammeln. Und du bist bei einem meiner Lieblingsverlage untergekommen, beim Avant Verlag. Genau. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen erzählen. Wie kam es zur Zusammenarbeit und zu welchem Zeitpunkt war klar, es erscheint da? Waren die Comics da schon fertig oder nicht? Nee, die waren noch nicht fertig. Also ich habe den Verlag auf dem Comic Festival Hamburg angesprochen und so ein paar Arbeitsproben von 3 Wege vorgestellt und gesagt, dass das gerade mein Projekt ist in Arbeit und dann genau war das eigentlich ziemlich schnell, hatte ich so eine lockere Zusage erstmal und genau. Und habt ihr dann, mich interessiert immer diese Feedback-Schleife, ne? Reden die dir dann rein, sagen so hier, keine Ahnung, aber da sage ich mir mal auf Seite 212, sollte jetzt schon rein leserischen Highlight passieren oder gibt es solche Austauschgeschichten? Nee, so krass nicht. Also ja. Man bekommt schon Feedback, also vor allem bei dem Andere Umstände habe ich noch recht viel mit jemandem drüber gesprochen und so. Aus sag ich mal, handwerklicher Sicht oder inhaltlich? Inhaltlich eher, genau. Und um dann irgendwie so ein paar Sachen noch klar zu kriegen und so. Und da kamen dann auch noch ein paar Szenen hinzu. Bei dem 3 Wege war es eher weniger. Also klar bekomme ich Feedback, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie super viele Änderungen machen muss. Ja prima, Julia, du bist gerade beim Salon angekommen. Auf was freust du dich denn? Was hast du dir noch vor die nächsten 4 Tage? Ehrlich gesagt habe ich mir noch gar keinen Plan gemacht. Also ich will mir alles auf jeden Fall mal anschauen. Und genau, also ich würde gerne diese Kindercomic-Sache noch angucken. Ja. Und
Genau, aber ich habe jetzt noch nicht so den Plan. Ja, ich hoffe, so viel wie möglich mitnehmen zu können. Ja, ich glaube, das Kinderprogramm, das hier parallel auch läuft, das ist, glaube ich, ganz besonders toll. Habe ich nämlich gerade auch schon gehört, ja. Dass der Salon da auch so ein bisschen so einen Kinderfokus hat, weil der Nachwuchs, wir brauchen ihn alle, irgendwer muss die Comics in 20 Jahren noch lesen. Ja. Finde ich voll toll. Liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vor allem danke wünsche ich noch mega viel Erfolg hier auch beim Salon. Danke. Tschüss. Tschüss. Das nächste Gespräch werden wir vor allem auf Englisch führen, denn der junge Mann hier neben mir spricht nicht so ganz perfekt Deutsch, aber gut genug dafür, dass wir uns schon hin und wieder mal auf Deutsch unterhalten haben. Der junge Mann war auch schon beim Telestammtisch zu Gast und er ist jetzt wieder da und ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute erneut über seine Arbeit unterhalten können. Er versucht es jetzt mal auf Deutsch mit der Anmoderation bzw. Selbstvorstellung. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin Foggy. Guy Vogel, ich bin ein Comic-Autor und Zeichner aus Israel. Great. Perfect. Yeah. Nice. Yeah, and you're someone, when I follow you online on social media platforms and so on, I think you're part of every fair and like the comics along all the conventions, especially little stuff. For example, the Comic Invasion, you've been to the Comic Invasion mm-hmm. Berlin, right? Is this your thing, being at these events? Like this, this part of the mission. This is why I moved to Germany in the first place. I not just to represent me, but to represent my comic collective, Comic CG. Mm-hmm. My old selling model was just cons because back in Israel, the shipping culture is horrible. Everything goes through the post, and the post is horrible. And the shop and the distances are short, so like the shop is only 1 hour away from you, so you'd rather not ship, just, you know, either personal pickup or someone tells you at the con, the new issue is not ready yet, that's okay, I'll just wait for the next con is 6 months from now. Mm-hmm. But they'll wait. Oh, great. Okay, and is there still time left for you to do your comics? How much time of your life do you invest into your art? Oh, I wish I did more. Mm-hmm. I wish I did more. Right now I'm in this online marketing class, so I could actually learn to sell online and not just in cons. Yeah. But yeah, I try to find maybe an hour or two every week. And what about Erlang here, the Comic Salon? Have you ever been here? Yes, I've been in 2018. Right, like maybe 2 months after I moved. This was one of my first cons, actually. Mm-hmm. Went there. I went here all, all shocked and yeah, all, you know, wild-eyed and cautiously optimistic about relaunching my comics in English. Mm-hmm. Here. Mm-hmm. I went around to every Verlag and I introduced myself and I tried to pitch an edit. Uh-huh. How do they respond, the publishers? Not great. Mm-hmm. Not great. Mm-hmm. Not great. I mean, I know my stuff is really good because people keep reading it. Mm-hmm. But maybe it was the language barrier. Maybe it was something else. One publisher said they didn't like my style in Sherman's Pit, mm-hmm. even though the story was good. Okay, and let's talk about the comics, especially. You brought us some issues and books today. What do I see here? Okay, so this is my flagship title, Sonika. Sonika is a musical superhero. Each time she hears music from a different genre, she gets a different power. And also her dog, because they both heard the one true sound, the mystical source of all music. That's where the powers come from. And she takes her dog everywhere, including lab explosions, mm-hmm. apparently. That's what you get when you take your lab to the lab. Mm-hmm. And yeah, she's also based in Israel, a fictional city called Tel Tzion.
Yeah. Which is kind of like an amalgam of my hometown, Rishon LeZion, and Tel Aviv, which are both on the coast. So they're pretty similar in many regards anyway. And back in 2020, I managed to kickstart it, both issues, for 1,000 euros. Okay, cool. That means there's a community reading your stuff. Yeah. Yeah. Aren't they? I already own them, both of them. I don't know when I bought them, but it's some years ago. So it's awesome. And there's this second issue. What about the third one? I'm working on the third one. The script is already done. And I finished 2 pages of the art and 2 more just penciled. I hope that by winter I can publish the third one. Mm-hmm. And then I'm thinking about doing a trade paperback for all 3 of them in Deutsch. Yeah, I think especially there's a language barrier. Mm-hmm. Maybe a German book would be exactly. A good idea. Yeah. Exactly. I as soon as I got here, I lost the kids' audience, and I really, really miss it. I miss all the 9-year-olds, 10-year-olds that, you know, mommy buy me and all that. Yeah. And I'm pretty sure the next one isn't a comic for kids, is it? No. Sherman's Pit is another one of my creations. Mm-hmm. This one is a little bit more unique. I own it too. Actually, I ran a Kickstarter for that too, but only for a digital version. I have now a book of issues 1-4 available online, but only the first one is available in print. It's about a soldier in 2005, an IDF soldier who is assigned to a top secret government bunker where he starts hearing and seeing things that others can't see, and he thinks he's going crazy, especially since there's like 2 sets of delusions. There's music that comes from the walls, and there's voices that comes from within him. Mm-hmm. And he doesn't know if it's real or not, but he gets the hint that at least some of it is real, because there is also like a secret string of emails sent by a hacker who knows what the songs are about. Uh-huh. So it sounds like PTSD. Yeah, a little bit, yeah. But it's like a mystery, but it's a lot of army humor also. It revolves around desk job soldiers, so I would qualify that as army procedural. Mm-hmm. I think. And it's pretty a pretty unique art style. It looks very professional, and I think there are several comic anthologies in Germany who would like to publish this stuff too. Great. And what are the other books about? Those other books are from my colleagues at Comic CG. This is an Israeli collective that I represent here. Mm-hmm. I have 2 silent mangas. Mm-hmm. One is Pure Flavor, made by Guy Lenman. Silent manga mean no speech bubbles. No speech bubbles. Uh-huh. Kind of a one-shot romance tragic manga. Mm-hmm. Made by a colleague of mine, Guy Lenman. He and his partner, Nimrod Friedman, won an award for a different graphic novel that sadly went out of stock, called Peace of Mind. Mm-hmm. And I also sell at my table a series of fantasy manga that they made, that already has 5 issues. It's called Eridol, where, a lady knight tries to hunt down a terrible armored monster, but she doesn't want to kill him. She wants to team up with him. To save her kingdom. So it kind of rivalry turned into a team up. Mm-hmm. So maybe you could tell us something about the collective itself, your colleagues out there. Yeah. How many people are they? Are they all from Israel? And how can I join them somehow? Or do I need to be an Israeli person? Basically, yeah. We're very based in Israel. Each creator has their own series or a couple of series that he sells that they sell through the group. We got really, really popular stuff that haven't been translated yet, like Run the Mental Health Officer. It's a comedy about a mental health officer in the army that's going mad, pretty much.
A lot of people compare it to Sherman, like the comedic side of Sherman. People keep telling me they want crossovers. What else? There's Between Fantasy and Death, which is a very popular webtoon right now. It's gained over 1,000 followers so far. There's, of course, Erdo and Peace of Mind by Nimrod and Guy, my colleagues. We have Comet Tigress, which is another superhero title. Again, a lot of them haven't been translated yet. This is a new release. This is called The Wild Rooster. It's another silent manga based on a tale from the Talmud made by Shaked Avidan. Apparently, God forbade the Israelites from building the temple with iron-cut stones, and they didn't figure out how to do it, so they summoned a demon, Asmodeus. Why not? And he tells the Israelites there is a magic dill somewhere out in the wilderness that is able to cut stone, and it's guarded by a winged rooster. So our hero, our protagonist Ben Yao, spends most of the issue trying to chase the wild rooster and capture the magic dill. So it's very action oriented. Yeah, and I really like the idea of silent manga. That means no speech bubbles, and that's why I can read it. Yeah, without all the barrier, you know. And I think this is it's a pretty good portfolio. I don't know the English word for an event like the Comic Salon, because people will have the chance to buy just an issue to get a look into your work and the work of your colleagues. How much is it? How much is it for the wild rooster? €4. Great. And what's the last one up there? This one is called Samson. This is from an Israeli creator, but not part of Comic CG. He has his own title called Tin Man Comics. This is the first issue of Samson, which is kind of like an Israeli super soldier, but this is the origin story, presumed dead in an attack on Gaza, but secretly kidnapped into a secret government lab. Very, very Captain America style, but I was told it has a twist by the creator. Yeah. Okay. And are your colleagues here, or are you the only one of them? No, I'm the only one in I'm the bridge. I'm the bridge between worlds. Obviously. Yeah, great. Okay. And last question here for the salon. What are you expecting of the salon? What do you want the event for you to be? Well, I want to sell at least 50 issues. Okay. Yeah. And potentially, I don't know, approach a verlag and I don't know, maybe my past successes with Kickstarter would kickstart something. I think I'm in a much better position now than I was in 2018 when I first came here. Yeah. So maybe I would get something out of a verlag, because I really need presence in libraries, in comic book shops, and this is something I don't have right now. And I really do. You have got dates with publishers here? No. I figured I would do it as I go along, last time. Mm-hmm. Okay, Foggy. Thank you very, very much for your time and all your comics, and I wish you the best, and especially lots of selling here in the Thank salon. Thank you. Thanks. Bye. Thank you. Das nächste Gespräch habe ich mit Personen, die sind quasi alte Bekannte des Telestammtisch, und ich freue mich total, dass wir heute hier wieder mal zusammengekommen sind. Wir haben uns zuletzt, glaube ich, sogar auch beim letzten Salon mal getroffen und nochmal über Comics gesprochen, und die letzten Jahre waren für uns alle nicht ganz einfach, und ich glaube auch die beiden, die hier gerade sitzen, hatten es nicht nur leicht. Trotzdem haben sie es geschafft, was ganz aktuell am Start zu haben, auf das wir uns alle total freuen können, und darüber müssen wir uns auch mal unterhalten. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr? Ja, hallo. Wir sind Illustrie. Genau, Gutimo und Stu. Genau. Und
normalerweise wäre der Sony auch noch dabei, aber der bewacht gerade den Strand. Den Strand, noch besser. Ja. Noch hat der Salon ja gar nicht aufgemacht. Ist denn da das mit dem Aufbau aber für euch alles gut gelaufen? Ja, eigentlich schon. Wir haben einen guten Parkplatz. Den Bollerwagen immer fünfmal hin und her gefahren. Genau. Optimal. Und nette Leute um uns rum. Die haben uns auch gleich reingelassen ohne Eintrittskarten. Wir haben gesehen, ach ja, ihr seid schwer beladen, kommt mal rein. Sieht glaubhaft aus. Wir sahen glaubhaft nach überlasteten Comiczeichnern aus. Genau. Ja, wir sind in Halle C, Stand C. C112. Ja, Notruf. Also sehr gut. Wenn es ausgestrahlt wird, ist ja auch vorbei. Ihr könnt euch nachträglich angucken, wo sie gesessen haben. Ja, genau. Ja, gut. Ja, mega. Und die letzten Jahre habt ihr auch damit verbracht, tatsächlich das ein oder andere zu illustrieren und zu zeichnen und habt netterweise was ganz Nigelnagelneues gerade mitgebracht. Auf was dürfen wir uns denn dieses Jahr von euch freuen? Was habe ich gerade vor mir liegen? Ja, das ist unser dritter autobiografischer Comic-Anekdoten-Band. Mhm. Der heißt auch wieder wahr. Der zweite Band davor hieß Stimmt so. Mhm. Der erste Band hieß Unkraut und Rüben. Genau. Okay. Und es enthält viele neue Geschichten. Mhm. Es ist jetzt eine Trilogie. Ja. Das ist auch ganz schön. Wie bei Star Wars. Wow. Ja, richtig. Und dann wahrscheinlich fangen wir mit was Neuem dann danach an. Danach wollen wir mal, also wir haben jetzt eben drei Bände autobiografische kleine Kurzgeschichten da drin, aus dem Familienalltag, sehr lustig und im Funny-Style gezeichnet und jetzt wollen wir als nächstes mal uns ein größeres Thema rauspicken, wo wir dann an einem längeren Projekt dann arbeiten wollen. Nicht so diese kleinen Einzelbrocken, sondern geht auch mal Zeit, ne? Ja, es steht lange auf der To-Do-Liste. Auch mit euch als Figuren oder fiktional irgendwas anderes? Fiktional wollten wir machen. Ja, weiß ich noch gar nicht. Doch. Wir haben so viele Projektideen, da wird am Ende wahrscheinlich dann, am Ende vom Comic so lange wird entschieden, was wir machen. Ich weiß es noch nicht genau. Also wenn ihr noch Ideen braucht, ne? Ja. Super, mega. Also ich freue mich total. Ja. Und wir hatten es auch im Vorgespräch kurz angeschnitten. Irgendwie ist es ganz schön teuer geworden, inzwischen so Comics zu drucken. Ne? Worum liegt es eigentlich? Vielleicht auch mal für die Zuhörenden. Ja, das ist momentan ist die Papierkrise in Gange. Verlage, die irgendwie auch strugglen und Kinderbuchserien, also wir leben ja hauptberuflich auch von Kinderbüchern, auch eingestampft haben. Und Holz ist knapp und dementsprechend ist auch Papier knapp. Ja. Und die Druckslots in den Druckereien, die sind halt dann auch knapper und sind teurer, also ganz logisch. Und alles zusammen ergibt dann das Ganze. Warum ist Holz knapp? Aus ökologischen Gründen, weil einfach weltweit das Holz knapp wird und der Regenwald kaputt ist und was auch immer? Oder warum ist Holz knapp? Keine Ahnung, wir fragen mal. Also, geh mal in den Wald und frag. Frag mal in den Wald, warum? Also, ich denke, das war schon vorher mal irgendwie so ein Thema, aber jetzt ist sie einfach da, diese Holzknappheit. Es fing an mit dieser Borkenkäferplage in den USA und die USA haben tierisch dann Holz in Europa eingekauft. Ich meine, so ging das los. Ja, so ging das los. Und dann kam Corona mit ihren Problemen dazu und es hat sich so hochgeschaukelt. Dann auch noch eine Containerkrise dazu, das ja auch noch wieder reingespielt hat. So, und die Druckereien kämpfen um Druckplatten, was ich mitbekommen habe, so, also was unsere Kunden jetzt sagen. Ja. Also es ist wirklich echt krass. Also das oberste Glied in der Kette ist irgendwie kaputt und deswegen sind wir im unteren Glied am struggeln. Das heißt für mich, es wird Zeit, dass ihr digital veröffentlicht. Ja, machen wir auch schon. Das ist ja nur so eine Sondergeschichte immer zum Salon, dass wir da so ein Heft dann auch zum Anfassen haben, ne? Als zum ins Regal stellen. Und auf dem Klo lesen. Zum Beispiel unseren Stimmt so, den vom letzten Comic-Salon, da haben wir nur noch 5 gedruckte Exemplare tatsächlich am Stand jetzt. Jetzt haben wir es gleich 12 Uhr, also mal sehen, wie schnell sie weg sind. Ja. Und danach haben wir dann ein KDP, so ein Print-on-Demand-Service für diesen Stimmt so. Das heißt, alle, die dann danach kommen und uns zeigen, dass sie den kaufen, die kriegen dann auch noch eine Postkarte umsonst und dann kann man den halt online auch kaufen. Ja, das ist dann und der wird dann extra in dem Moment gedruckt für die und dann auch zum gleichen Preis. Nur Versandkosten obendrauf und dann kann man sich den nach Hause liefern lassen. Ja. Voll, dann signiert aber auch, oder? Nee, das geht ja nicht. Also, es kommt direkt aus der Direkt von der Firma, ja. Genau, das ist dann nachhaltiger. Es wird nur dann auf Bedarf gedruckt. Das fanden wir dann jetzt besser bei, bei der Papierkrise und Lagerprobleme auch natürlich haben wir dann nicht mehr. Ja, und der Preis ist der gleiche, ne? Nur noch Versandkosten.
Es klingt so, als müsste man es eigentlich machen. Man kommt gar nicht drum rum, das so zu lösen. Auch als Kunde müssen wir also, wenn ihr das jetzt hört, unbedingt mal reingucken. Man kann sich auch online auf euren Social-Media-Profilen einen Eindruck davon machen, was ihr so produziert. Und es ist halt einfach super sympathisch, ne? Alles Cartoonesque, ihr beiden seid es ja auch. Und also nicht Cartoonesque, sondern sympathisch. Und das ist eine Sache, das kommt auf jeden Fall voll durch. Welche Themen habt ihr hier drin in dem dritten Buch? Ihr sagt ja eben autobiografisch. Ist die gute alte Corona auch dabei? Nee, wir tatsächlich. Das sind Geschichten von Nerd. Nerdgeschichten. Also meine Lieblingsgeschichte ist die von Witcher 3, Wild Hunt. Also alles, was man so konsumiert und also ich freue mich jetzt auch schon auf der Messe, mich als Witcher dann zu zeichnen, zu signieren. Das wird ein großer Spaß, weil wir große Fans sind. Und ja, was gibt's denn noch? Also Terminator-Geschichten. Terminator, ja. Also einfach kurze, vielleicht für die Hörenden auch, das sind kurze Sketche, beziehungsweise einfach Kurzgeschichten in 2 bis 3 Panels, wo ihr vor allem Dialoge führt oder euch unterhaltet und daraus entsteht dann dieser Gag, richtig? Genau. Es sind einfach Alltagssituationen, irgendwas, was wir tatsächlich erlebt haben und teilweise auch Drawing-Challenges, die wir dann umgesetzt haben oder was weiß ich, ne? Da ist mir mal eine Aloe Vera vertrocknet. Schlimmes Erlebnis. Traumatisch, knapp. Genau, Andi blättert gerade durch. Wahnsinn, total toll. Und ist es immer noch so, daran kann ich mich noch erinnern, aus unserem letzten Gespräch, dass ihr, wenn ihr zusammenarbeitet, ihr euch einfach auch den gegenseitigen Strich halt so ein bisschen, sag ich mal, angeeignet habt, beziehungsweise gemeinsam gefunden oder so, dass ihr immer noch hier ergänzend an diesen Sachen arbeitet? Auf jeden Fall. Wir arbeiten vierhändig an einer Geschichte oder an einer Zeichnung. Gleichzeitig. Ja, teilweise Warum gleichzeitig. Sollten wir das auch umstellen? Ja, ja. So gut. Das ist praktisch. Genau, das heißt, wir machen einen fliegenden Stiftwechsel und zeichnen an einer Zeichnung gleichzeitig. Ne? Zum Beispiel, wenn sie die Augen so hat, dass ich sage, das irgendwie schielt der oder umgekehrt. Mhm. Sehr dann praktisch, also das ist immer ganz gut, wenn man mit 4 Augen drauf guckt. Ne? Ja. Also, gerade der Blick, wenn eine Comicfigur jemanden anguckt oder etwas anguckt, dann muss der Blick auch genau exakt dahin gucken. Und das ist nicht immer ganz so einfach. Also gerade wenn man so von der Seite eine Figur zeichnet, die in die andere Richtung gucken soll oder so, das ist immer hakelig. Ja, sinnvoll auf jeden Fall. Auch eine Frage der Schnelligkeit, weil wir müssen ja immer unter Hochdruck unsere Sachen, ne? Wir haben nicht viel Zeit für unsere Comics und dann ist das so, wer gerade schneller ist, wer gerade mehr Zeit hat, der übernimmt entweder die Skizze oder die Kolorierung oder je nachdem, das geht hier so einfach so, wer gerade Zeit hat. Ja. Das, ja. Ich könnte es mir voll gut auch so als Daily Strip vorstellen oder in einem Magazin, sei es halt nicht daily, sondern wöchentlich, monatlich, was auch immer. Meinetwegen in der Mopo, warum auch nicht, weißt du? Ist das eine Idee? Ich weiß nicht, also die Leute kennen uns ja nicht. Es sind ja keine bekannten Figuren. Es sind ja wir im Grunde Privat. Genommen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum. Also die meisten können sich dann damit nicht identifizieren selber, weil die nicht selbst so aussehen. Das ist auch der Grund, warum ja viele Comics auch irgendwie Tier-Characters haben oder so, damit man sich da irgendwie noch reindenken kann. Und ich denke mal, das ist so unser Hinkefuß, den wir da haben. Also wenn man jetzt eine Geschichte konzipieren würde, ein Genre irgendwie bedienen würde, dann könnte man das tatsächlich machen. In der Mopo in Hamburg ist da immer noch Ottifanten drin, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also das ist dann eben, da musst du speziell was für entwickeln, damit du eine breitere Leserschaft hast, die sich damit irgendwie... Haben wir auch mal drüber nachgedacht, aber uns fällt es einfach leichter, uns selber zu zeichnen. Also es geht einfach darum, wie schnell kriegen wir die Sachen fertig und das ist unsere bevorzugte Sache irgendwie. Genau. Also das Konzept dahinter sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Journaling ist ja gerade momentan Mode. Hast du da mal was von gehört? Sag mir nichts. Ach, da gibt es ganz viele Trends. Was weiß ich, du kannst ein Erfolgstagebuch führen, ein Dankbarkeitstagebuch und kannst dich damit irgendwie mental verbessern. Ein Kreuzchen und ausgemalt übergraten das? So was. Das wäre Bullet Journal, was du da jetzt so wie heißt die, Mood Tracker? Das meinst du? Ja, genau. Da gibt es ganz, ganz viele Trends momentan und wir folgen dem Humortagebuch damit. Das heißt, du notierst dir, was dir irgendwie Lustiges passiert. Das kann ein lustiger Dialog gewesen sein. Das Versprecher. Kann ein Versprecher sein, ein komischer Name, keine Ahnung, ein Witz, den du gehört hast. Und den notierst du in so einem Humornotizbuch. Und dann ist das so, wenn es dir mal wirklich dreckig geht und du hast schlechte Laune, dann schnappst du dir ein Humornotizbuch, liest das durch. Und das Gute ist, es ist genau auf deinen Humor abgestimmt. Das heißt, wenn du das, du hast das dann natürlich irgendwann dann wieder vergessen. Und wenn du das dann wieder liest, du musst sofort wieder lachen. Verstehe. Das heißt, du kannst sofort einen Stimmungsboost machen mit so einem Humortagebuch. Und das ist das Ergebnis. Diese Comics sind die Notizen
diese Humornotizen aus diesem Tagebuch, die wir dann in Comics umgesetzt haben. Das heißt, wenn man diesen Comic liest, soll man schmunzeln und lachen. Das ist eigentlich unser Motor und Ziel auch, die Leute zum Lachen zu bringen und auch einfach gute Laune zu haben. Baut das nicht irgendwie so einen Druck auf, wenn ich mir, oh, es war gerade lustig, ich muss es gerade mal eben in mein Notizbuch schreiben? Sind die irgendwie? Ich habe das permanent dabei. Ja, okay. Oder man spricht es kurz mal in sein Handy rein, das haben wir auch schon so, ne? Ja. Also das geht schnell. Okay, cool. Ja. Also eure Arbeitsweise und wie ist das letztlich dann auch entsteht, das Werk. Und jetzt habt ihr am Anfang des Vorgesprächs schon erzählt, vielleicht kommen auch mal andere Sachen, vielleicht ist die Trilogie vorerst auch mal abgeschlossen. Könnt ihr, was Comic-Sachen angeht, ein bisschen was anteasen schon, was man sagen kann irgendwie? Also ich fand ganz spannend Thema Kochen. Mhm. Und zwar eben Anekdoten und Rezepte illustrieren. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das betrifft halt auch jeden irgendwie. Oder nein, das wäre dann ein Genre mehr oder weniger, wie das jeden betrifft. Jeder muss essen. Ja. Und so Rezeptanleitungen, witzig gezeichnet, das macht dann Spaß. Ne? Also jetzt mal, soll ich mal eine Idee teasern? Nachher wird die geklaut, egal. Ja, und zwar, wenn du zum Beispiel, kennst du das, wenn du ein Rezept liest und dann steht dann da, wenn du das gegen das Teil ersetzt, dann ist es auch vegan. Kennst du das? Wenn du das ersetze das Schnitzel gegen einen Tofu, ja, genau. Eine Tofuscheibe und dann ist es vegan. Und wir haben überlegt, wenn man das im Fantasy-Bereich macht, ersetze den Gnollenwurz gegen, was weiß ich, Pilze. gegen Steinpilze, dann ist es so einfach so ein bisschen geckig, lustigerweise. Ne? Also es soll schon lustig bleiben, aber dann eben, dass man es tatsächlich auch nachkochen könnte. Und wir sind auch neugierig und in Hamburg gibt es auch viele kulinarische Restaurants und so und probieren auch vieles aus und wir sind eigentlich für alles offen. Wir sind jetzt auch keine Veganer, wobei wir auch gerne vegan essen. Also total mir, super. Mir würde das zum Beispiel Spaß machen, so vegane Rezepte mal zu zeichnen, weil es das so in der Form noch nicht gibt. Man muss ja auch wieder mit so einem Nerd-Faktor drauf. Ja, dann, natürlich. Ne? Klar. Was fragst du? Ja, holt euch am besten irgendeinen Chefkoch oder so einen Promi-Koch dazu, der sein Gesicht von drauf malen lässt von euch. Das ach ja, auch nicht. Punkt, oder? Ja, sicher, du kannst uns promoten. Auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall. Ich bin doch mein Gesicht von drauf, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Genau, ja. Nee. Ja, so ein Zugpferd. Ja, nee, es gibt genug Ideen. Wir hatten auch ursprünglich vor Corona hatten wir auch Reisecomics vor. Mhm. Rat mal, woran das gescheitert ist. Ja, weil der Campingplatz um die Ecke vielleicht nicht so die spannendste Option ist für das. Oh, ja, nee, das war tatsächlich eines der Projekte, die auch in der Pipeline standen. Das haben wir erstmal verworfen. Das muss ja tatsächlich auch ein Thema sein, was uns viele über lange Leute Zeit trägt und auch. Also worauf wir Lust haben. Hat, genau. Das ist eben die Problematik immer. Mhm. Ne? Was zu finden, wo findest du Leser? Die Leute lesen nach Genre, ne? Wer ein Fantasy-Leser ist, der fängt nicht an, irgendwie Boys Love zu lesen oder andersrum. Oder vielleicht doch, weiß ich. Das würde ich nicht unbedingt, ja, wer weiß. Keine Ahnung, ich habe noch nie Boys Love gelesen. Das ist mir ein Rätsel. Gibt es eigentlich auch Girls Love? Es gibt auf jeden Fall Boys und Girls Love. Na klar, ist natürlich einfach so, dass du, sag ich mal, zielgruppenmäßig auf jeden Fall Boys Love erstmal bedienst, weil halt da viel mehr Lesende da sind. Ja, aber viel wer liest denn das eigentlich? Die Mädchen. Du glaubst gar nicht, das ist eine nicht zu unterschätzen. Es gibt Leute, die finanzieren sich nur durch die Produktion von Boys Love. Wow. Wahnsinn. Cool. Okay. Guck dich mal in der kleinen Stellenhalle um. Ja, das machen wir. Ja, das wollen wir unbedingt machen. Mega. Ich versuche sowas mal zu finden. Weil wenn ihr Zeit findet, mal vom Stand wegzukommen, wobei ich da ja, ne, ihr seid so schlau, ihr kommt zu dritt sogar an. Ja. Besser geht's ja gar nicht. Genau. Liebes du lieber Timo, vielen, vielen, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr da gewesen seid, uns mal auf den aktuellen Stand gebracht habt und ich wünsche euch vor allem ganz viel Erfolg hier beim Comic-Salon in Erlangen. Ja, und danke, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Wir hören gerne deinen Telestammtisch. Ja, immer wieder. Super, sehr informativ. Haben wir auch zur Einstimmung gehört, als wir hergefahren sind. Ja. Super cool. Mach bitte so weiter. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Dame, die wir jetzt im Gespräch haben, die hat ihre eigene Entourage mitgebracht. Sie ist nicht alleine hier und das wird bestimmt ganz fluffig. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin die Erinnis und meine Entourage sind Caracula, die mich jetzt ganz entsetzt angucken. Ja, die wollten mich, glaube ich, eigentlich nur begleiten. Und jetzt sitzen sie auch hier rum, passiert. Ja. Liebe Grüße ins Publikum. Woo! Ja, wie sieht's aus? Hier sind wir beim Comic-Salon, beim Internationalen und ich glaube, du machst was mit diesen Comics, stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich einen Comic rausgebracht. Das Problem ist, dieses Jahr sollte der zweite und finale Teil kommen. Das wurde auch groß angekündigt. Es gibt keinen zweiten Teil bisher.
Ist er nicht fertig oder nicht gedruckt? Oder? Ja, der ist nicht fertig gedruckt worden. Also das hat alles zeitlich dann nicht mehr hingehauen. Mhm. Und deswegen dachte ich, vielleicht kann ich das dann jetzt auch so nutzen, um zu sagen, es gibt keinen zweiten Teil an meinem Stand, damit ich das nicht jedem Einzelnen sagen muss. Ja, klar. Das heißt, der erste Teil ist fertig. Erzähl doch mal, worum geht's eigentlich? Wie heißt der denn? Der erste Teil heißt wie soll ich sagen, Rebirth Lilith heißt er. Mhm. Das ist so eine Geschichte. Ich habe den vor 10 Jahren gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Nee, doch, ich weiß noch genau, worum es geht, aber das ist immer so schwer, das irgendwie, finde ich, so richtig zu erklären, so solche Geschichten. Ohne zu viel zu verraten im Endeffekt. Also es ist ja ein Zweiteiler und im ersten Teil wird ja die Geschichte mehr so aufgebaut und im zweiten Teil passiert dann so die große Auflösung, der große Plot-Twist und alles. Und dann ist es immer sehr schwer, darüber zu reden, ohne halt zu spoilern. Gibt es denn ein Genre, das du uns verraten kannst? Ich weiß gar nicht, so Drama, Romantik. Rebirth so Lilith, Drama, Romantik. Und ja. Ich vermute, die Protagonistin heißt Lilith? Ja, genau. Eine der Protagonisten, genau. Die erlebt ein Abenteuer und andere auch? Ja, genau. So würde ich das sagen. Alles klar. Sehr gut. Also das ist jetzt ungefähr das, was ihr wissen könnt. Erzähl doch mal so ein bisschen von dir. Die Sache mit dem Comic, wie bist du da eigentlich reingerutscht? Ich habe schon, also als Kind haben wir mit jemandem zusammengewohnt, der beim Achterbahnverlag gearbeitet hat, wo früher die Werner Comics rauskamen. Mhm. Und das heißt, ich war eigentlich schon immer, ich wollte das auch machen. Ja. So, und ja, und habe mich dann halt rangesetzt und einfach immer weitergearbeitet und dann halt 2016 halt diesen Comic dann gestartet, so endlich mal ein richtiges Comic-Projekt und nicht nur halt irgendwie so ein bisschen rumprobieren und so. Hab dann den ersten Teil damals zum Comic-Salon mitgenommen und ja, bin seitdem halt weiter da. Voll dabei. Ja. Und machst du das nebenbei oder ist das so dein Hauptding, Comics zeichnen oder Illustrationen erstellen? Also eigentlich war Illustrieren und Comic zeichnen mein Hauptding. Jetzt studiere ich gerade Film. Das heißt, das ist jetzt mein Hauptding, weswegen halt alles ein bisschen hinten anstehen muss, leider. Das ja, aber schön, dass du wieder zum Salon gekommen bist. Einer, wenn nicht sogar der wichtigsten Veranstaltung, die wichtigste Veranstaltung in diesem Bereich. So, was erwartest du dir in diesem Jahr von dem Salon? Eigentlich dasselbe wie jedes Jahr. Netten Austausch mit anderen Zeichnern und Freunde hier wieder treffen und einfach eine gute Zeit. Und es hat auch schon sehr gut angefangen. Also die Leute, die für den Comic-Salon arbeiten, sind sehr nett, haben wirklich so, die wirken wirklich, als wenn sie richtig Spaß an dem haben, was sie machen. Und das trägt sich dann auch echt so rüber. Also das ist so, man ist total gehypt, wenn man hier ankommt, finde ich. Also. Du sitzt auch im Zelt C mit drin oder wo bist du? Ja, genau. Mhm. Bei der Comic Solidarity in dem Zelt da. Und auch schon aufgebaut, alles fertig. Ja, genau. Optimal, mega. Direkt gegenüber vom Eingang. Ich kann alles sehen, ich sehe jeden, der reinkommt. Ja, wie war denn beim letzten Mal, als du sagtest, du warst hier der Salon? Du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber ist der Salon für dich auch als Comic-Künstlerin und gerade auch so für deine Sachen, die du machst mit Rebirth Lilith, ist das Publikum, das du suchst und ansprichst, ist das hier auf dem Salon? Reißen die dir deine Hefte aus der Hand? Ja, tatsächlich. Also doch, ich bin, also ich habe den Comic in 2 Auflagen aufgelegt so und ich bin den immer losgeworden. Also das ging ratzfatz. Wunderbar. Also war ich auch sehr, sehr angetan. Und weißt du schon, ob du auch mal die Zeit haben wirst, dich privat ein bisschen umzusehen? Und wer, falls das sein sollte, hast du auch Dinge, Programmpunkte, irgendwas, die du mal mitnehmen möchtest? Ja, also ich bin morgen auf jeden Fall auch auf der Max und Moritz Gala. Mhm. Das habe ich bisher noch nie gemacht und das muss ja eigentlich auch mal gemacht werden. Machen, also auf jeden Fall. Und dann eigentlich nur umgucken, andere treffen, die man so kennt, die auch hier sind. Ja. Eigentlich. Ja. Super. Band 2 erscheint irgendwann, irgendwie, irgendwo. Kannst du schon was droppen, so ein Datum? Oder machst du das nicht mehr? Ich mache das nicht mehr. Nee, das wird langsam Running Gag. Ich habe schon überlegt, ich mache jetzt einfach 20 andere Comics und behaupte immer, der zweite Teil kommt, um einfach diesen Running Gag beizubehalten. So, um da einfach einen Mythos draus zu machen oder so. Ja, vielleicht kannst du in die Richtung ein bisschen was teasen. Gibt es schon Folgeprojekte oder zumindest Ideen für Folgeprojekte, wo du was zu sagen kannst? Nee, auch da möchte ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, was das nächste Folgeprojekt wird. Wie gesagt, also ich studiere gerade sehr viel und muss da sehr viel Comic zeichnen, Film, animieren und so. Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Also, verstehe. Ja. Prima. Ja, alles klar. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und dass du hier gewesen bist. Ja, danke. Und ich wünsche dir wirklich maximalen Erfolg hier beim Salon. Danke dir. Ciao. Danke. Ciao.
Wir sitzen im Café direkt beim Schlosspark. Es klappert und klimpert im Hintergrund. Es ist also eine total tolle Atmosphäre. Und jemand war so nett, die Musik sogar ein bisschen leise zu drehen, damit wir uns hier endlich über tolle Comics unterhalten können. Der Kaffee steht parat. Deiner kommt vielleicht, oder was auch immer wir gleich noch bestellen werden, kommt vielleicht noch. Und ich freue mich total, jetzt jemanden da zu haben, der aktuell was gemacht hat. Das kann man von der einen Seite lesen und von der anderen Seite lesen. Und es hat trotzdem, glaube ich, nichts mit Manga zu tun. Ob das eine Sache ist, die wir uns mal genau angucken oder nicht, das kriegen wir jetzt gemeinsam raus. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin André Breinbauer. Hallo. Hi. Du hast mir gerade gesagt, dass du nicht das erste Mal beim Salon in Erlangen bist. Stimmt das? Das stimmt. Also alles, was ich vorher gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Ja, ich bin eigentlich schon ziemlich lange im Comic-Salon. Das ist für mich nichts Neues, oder deswegen bin ich auch nicht heute so gestresst, weil ja, ich kenne es von früher halt. Was hat sich denn verändert aus deiner Sicht? Du hast ja nun auch verschiedene Perspektiven mitgenommen in den letzten Jahren. Gibt es so irgendeine Entwicklung, die du wahrgenommen hast? Naja, die Entwicklung ist ja erstmal die Zelte. Das habe ich dann persönlich, wie das mit den Zelten angefangen hat, habe ich nicht mehr mitgekriegt. Also da war ich dann nicht auf dem Comic, auf dem Comic-Salon, wie das Zelt gekommen ist. 18. Ich war immer noch in der, ich glaube, Kongresshalle oder mhm, was war das? Ich weiß es jetzt. Diese eine Halle Lades, das, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Da war ich eigentlich, das war ich gewohnt, ja. Mhm. Und ja, ich bin natürlich erstaunt, wie groß das Fest jetzt auch sich entwickelt hat, ja. Also wie gesagt, ich war das erste Mal vor 26 Jahren und mhm, da war es auch schon groß, aber jetzt ist es noch größer, was natürlich auch mit den Zelten vielleicht ein bisschen was zu tun hat, weil ja, die so einen gewissen Abstand haben und somit auch der Bereich, wo die Leute sich aufhalten, also auch so sich ein bisschen vergrößert hat, wo so viele Comic-Angebote jetzt da sind, Cafés und Leseecken und. Unzählige Orte gibt es. Ja. Unzählige. Es ist ein Schlaraffenland der guten Laune für Comic-Freunde hier. Das war halt auch vorher ein bisschen zentriert in dieser mhm, Halle und die sehr heiß war. Also ich glaube, wenn wir jetzt in der Halle wären, dann würden wir verbrutzeln, glaube ich. Also schön, dass wir im Café sitzen können. Prima. Und du hast das Ganze auch als Kleinkünstler auch mitbekommen und da hast du auch schon Sachen gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen von dir und deinem Comic-Leben. Wie bist du so reingerutscht in diese Comic-Szene? Naja, in die Comic-Szene selber bin ich halt erst eigentlich durch Studium reingerutscht, also wo halt gleich, Studienkollegen, die halt das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft kennengelernt haben, aber ich meine, als Kind habe ich schon angefangen, Comics zu zeichnen, aber ja, das ist ja noch nicht die Szene, das hat man ja für sich gemacht und erst durch das Studium habe ich halt Leute kennengelernt, mhm, die das auch gern gemacht haben, also wir haben alle Grafikdesign studiert, mhm. Ja, das hat sich dann auch bald erledigt, dieses Studium, weil wir festgestellt haben, ja, das war halt, eigentlich ist Zeichnen unsere Leidenschaft und das ist bei Grafikdesign halt eher weniger, ja. Mhm. Und somit haben wir dann halt uns zu einer Gruppe formiert und haben halt dann auch in Erlangen halt früher ein paar Sachen publiziert, quasi. Gibt's davon noch was, das du mal erwähnen kannst? Ich glaube, es würde keiner kennen mehr. Also ich meine, wir hießen damals Ten Eyes Archiv und wir hatten halt verschiedene, unser erstes großes Comic war halt Sendeschluss, das zweite war halt dann so eine von jedem Einzelnen eine Anthologie, also der eine hieß Fötus, das andere hieß Sightseeing, das andere hieß dann Horst Greiner, also und irgendwann endet es dann, weil ja auch dann wir ins Berufsleben dann eingestiegen sind und dann nicht mehr so viel Zeit dafür hatten. Das heißt, du hast schon echt eine ganze Menge Sachen mitgemacht und hast auch schon, war das alles dann die Sachen, die jetzt vor Medusa erschienen sind, waren das die Sachen, die du im Selbstverlag viel gemacht hast oder hast du auch schon mit anderen Verlagen zusammengearbeitet? Nein, das waren meistens alles im Selbstverlag. Es gab zwar keine großen Verlage, für kleine Verlage hat man dann so einen Anthologiebeitrag gemacht, aber jetzt nichts in Verlage, die halt hier eher so Underground-Sachen die ganze Zeit. Das war halt irgendwie so ein auch bisschen, ja, hat's dieses Dasein wollte ich dann nicht mehr fristen, dass ich die ganze Zeit nur in Anthologien zu Hause bin oder in der Underground-Szene, sondern ich habe gedacht, ich muss jetzt endlich mal mein eigenes Comic fertig, also quasi erstellen. Und dafür hat es halt dann ein bisschen länger gedauert. Ja. Sehr gut. Und jetzt gibt es aktuell von dir beim Carlsen Verlag erschienen etwas, das kommt mit einer ganz besonderen Aufmachung daher. Und da müssen wir uns auf jeden Fall mal drüber unterhalten. Namens Medusa. Vielleicht, auch wenn der Name schon eine Menge verrät, kannst du mal erzählen, worum. Also genau, heißt ja nicht nur Medusa. Ne? Es ist Nein, Medusa Perseus heißt genau. Erzählen wir doch mal, worum geht's? Naja, in dem Comic geht es halt natürlich die klassische antike Geschichte, wo halt Perseus losgeschickt wird, um das Monster Medusa
zu töten, weil er quasi seine Mutter, die quasi von einem König gefangen gehalten wird, sogar missbraucht wird, mhm, quasi von den Fängen zu befreien, und der soll den Kopf der Medusa quasi als Lösegeld quasi mitbringen. Ja, das ist also die grobe Story in dem Sinne. Und in dem Comic geht es bei mir natürlich auch, mit dem Unterschied, dass wir diesmal beide Seiten kennenlernen. Wir lernen die Geschichte von der Medusa kennen, und wir lernen die Geschichte von der Persos. Und dann zum Schluss von jeder Geschichte treffen sie sich halt dann am Schluss zusammen. Also das ist ja dann die Mitte des Comics. Und diese beiden Perspektiven, die ja teilweise unterschiedlicher kaum sein könnten, die dann quasi kulminieren im großen Finale in der Mitte des Buches, das ist natürlich eine ganz besondere, habe ich so, glaube ich, noch nirgends gesehen, diese Wende-Comic-Geschichte so in der Form. Wie kam es dazu? Was hat dich da inspiriert? Warum gerade dieses Wende-Ding? Erzähl mal. Also, man muss dazu sagen, also ich arbeite in dem Medusa-Comic schon sehr lange eigentlich, also nicht kontinuierlich, sondern ich tue halt immer wieder durch Jobs, hat sich's wieder immer verzögert irgendwie. Aber am Anfang war das halt so, dass ich diese klassische Geschichte eigentlich erzählen wollte zwischen, also Perseus, der dann Medusa tötet, habe ich gedacht, ach ja, das würde ich mal gern in meinem Comic-Style beziehungsweise Erzählform umsetzen. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen kundig gemacht, wie war die Geschichte eigentlich genau, weil ich konnte sie nur als Kind noch so ein bisschen lose, und ich wusste ja, die hat mir den Kopf abgeschlagen. Und dann bin ich halt ins Internet natürlich, Recherchen betrieben und dachte, was gibt's denn da? Und dann bin ich halt auf einen Punkt gestoßen, der mir völlig neu war, dass halt, also von dem antiken Dichter Ovid, also italienisch, das war jetzt kein Grieche, und der hat einen Punkt, dass ich ja nicht verraten darf, weil sonst würde ich quasi, er hat einen Punkt in der Geschichte von Medusa eingebracht, der für mich dann sehr, also mit dem habe ich nicht gerechnet, und das hat er dann für mich auch die Geschichte der Medusa auf einmal in einem ganz anderen Licht dargestellt. Also ich habe mir gedacht, ich kenne ja die Geschichte von ihr, aber dann hat er, wenn man die Geschichte kennt, was Ovid quasi andeutet, oder dann würde es ja eigentlich was anderes bedeuten. Ja? Mhm. Und somit habe ich mich entschlossen, ich muss Medusa auch erzählen. Ja, ihr eine Stimme geben und erzählen, wie sie die Sache sieht, oder quasi wie sie mit der Situation umgeht. Und wollte aber natürlich auch die Perseus-Seite nicht loslassen, weil sie für mich auch wichtig war. Ich habe ja auch extra Sachen geändert, die ich von vorab schon vorhatte, weil ich dachte, ich will nicht genau dieses antike Griechenland nochmal zeichnen, wie es halt schon öfters gegeben hat. Ich habe gedacht, ich will dann was Neues rein. Aber dadurch jetzt zwei Figuren haben, die mir sehr wichtig waren, habe ich gedacht, wie kann ich die, ich habe erst überlegt, ob ich sie hin und her erzähle. Und da ist mir dann eine Idee gekommen, ich kann das noch aus den 80ern oder sowas, da hatte ich mal so Wende-Comics gesehen, also die aber eher für Kinder gedacht waren. Also es gab halt so Weltraum-Comics, wo halt dann die zwei Raumschiffe am Schluss zusammenkommen, und da habe ich dran gedacht, habe gedacht, ich könnte ja das eigentlich genauso machen, weil ja meine Geschichte ja endet, und somit führe ich beide zu diesem Ende hin, was sie gleich haben, und das ist auch die Gemeinsamkeit in dem Sinne. Das war halt dann die Geburt von diesem Wende-Comic, was halt nur eben, man muss so sagen, das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern es gab schon, aber es ist halt jetzt mal wieder vielleicht wieder auf den Tisch gelegt worden, dass es sowas gegeben hat oder so, dass man so die Geschichten auch erzählen könnte. Ja, toll, ich habe es lange nicht gesehen und freue mich auch total. Jetzt haben wir die beiden Perspektiven ja von Medusa und Perseus. Könnte man sagen, dass dadurch, dass du plötzlich der Medusa auch diese Stimme verleihst, ist es ein feministischer Comic? Ja, das war auch, also so ist es auch ein bisschen losgetreten. Also wie gesagt, man will ja nicht zu viel verraten, aber es hat natürlich auch was, ich habe das Comic gezeichnet, und währenddessen ist auch diese MeToo-Debatte losgegangen, wo ich dann sehr viele Ähnlichkeiten darin gesehen habe, und ich dann gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich, das will ich unbedingt aufgreifen, weil es ja ähnlich ist, und deswegen habe ich auch die Figur, in dem Sinne wollte ich sie jetzt nicht mehr so machen, wie ich sie eigentlich geplant habe, weil ich dachte,
es ist ein für mich doch ein heikles Thema als Mann. Also man hat ja quasi den männlichen Blick und den kann man natürlich nicht völlig abstreifen. Ja, somit habe ich mich mit Freundinnen und oder guten Bekannten halt zusammengesetzt und habe gedacht, ja, ich habe immer wieder meine Geschichte wie ein bisschen offengelegt, wie ich das erzähle, ob ich da ja eigentlich richtig liege oder sowas. Es war mir halt schon wichtig, dass es in dem Sinne schon ein feministischer Comic ist, natürlich von einem Mann gezeichnet. Das ist ich verstehe die Problematik darin, aber mir war es halt, es war auch so ein Erfahrungswert für mich, weil ja, lange Zeit habe ich halt natürlich irgendwelche Trash- und Horror-Comics gezeichnet. Jetzt aber wollte ich halt mal was anderes machen und auch mal die Sichtweise verändern. Und das kann ich natürlich nicht einfach so alleine, sondern das war ein Lernprozess. Also viele Sachen haben sich deswegen auch in der Geschichte geändert, weil ich ja gar nicht das auf den, also ich hätte es niemals gedacht, dass das vielleicht nicht so ganz ja, passt, stimmig ist, ja. Und somit hat sich die Geschichte halt entwickelt und ich bin zufrieden. Also natürlich, den männlichen Blick kann man nicht ganz abstreifen, der wird irgendwo immer zu sehen sein. Ja. Aber mir war es halt wichtig, dass es dass eben die Geschichte für Frauen und auch für Männer da sind, ja. Also lesbar ist und sozusagen sich da auch identifizieren können teilweise. Also ich meine, es ist ja immer schön, wenn man die Figuren sieht und wie die Figuren agieren. Und wenn ich sie so gemacht hätte, wie ich sie am Anfang geplant habe, vielleicht irgend so eine Art, vielleicht psychologisch gesehenes Monster, das halt quasi ja ganz nett ist, dann hätte es nicht gepasst. Ich wollte bisschen platt vielleicht auch. Ja, ja, genau. Mhm. Also das kennen wir ja. Also es gibt ja immer so, in den 80er oder 70er Jahren gab es immer solche Filme, wo halt so Revenge-Filme, ja, wo halt dann die Frauen sich quasi rächen an den Männern oder quasi an ganzen Clans oder sowas. Und das wollte ich natürlich dann nicht mehr machen, weil das ist eigentlich albern in der heutigen Zeit sowas noch zu machen. Hast du dich denn auch, weil du jetzt auch Filme angesprochen hattest, von anderen Umsetzungen des Stoffes inspirieren lassen? Gab es dann jetzt sogar wirklich, also insbesondere jetzt Filmdarstellungen, das wäre, weil es ja gewisse Parallelen auch zur Bildebene im Comic gibt, waren das auch bei der Recherche Punkte, wo du da ja einfach auch Filme beispielsweise geguckt hast oder andere Geschichten, vielleicht sogar Comics aus dem Bereich, ich weiß gar nicht, ob es noch weitere Comics dazu gibt. Hast du dich noch von anderen Sachen inspirieren lassen? Filme gibt es leider gar nicht so viele, muss man sagen. Also ich weiß gar nicht, warum das ein bisschen... Hast du jetzt gedacht, so Odysseus oder so, dass das da jetzt einiges gäbe? Na, Odysseus, ja, wir klar, reden aber von Perses oder gibt's und Medusa gibt's eigentlich nur den Clash of the Titans, also der Kampf der Titanen ist ja auf Deutsch, also 1985 mit Ray Harryhausen hat die Tricks gemacht. Und dann gab's mal irgendwo in den 30er, 40er Jahren sogar einen Medusa-Film, schwarz-weiß, nicht Untertitel, sondern wie heißt denn das, Stummfilm. Und dann gab es halt von Hammer Production The Gorgon, hieß der. Ja. Aber das hat halt eher weniger mit dem, es war transportiert in die heutige Zeit als Horrorgeschichte. Aber so, es gibt halt dann nur noch von Jim Henson so eine Serie, die hieß irgendwie Storytelling oder so, oder Story, ich bin mir nicht so sicher. Da ging es über griechische Mythologien mit so Puppen teilweise. Das war eigentlich das Einzige. Mhm. Also, aber ich habe mich natürlich, also für jemanden, der das Comic liest, sieht auch Referenzen zu Filmen, weil ich ja dann auch eingebaut habe. Es gibt ja diese eine Szene, die ja vielleicht sogar fast eindeutig ist, wo Perseus auf dem Pegasus reitet. Und das war eine Referenz zu, wie heißt das, Unendliche Geschichte mit, wo er auf den Fuchur reitet. Ja. Das habe ich eingebaut, weil es ja auch eine Doppeldeutigkeit ist, weil ja Michael Ende ja auch die griechische Mythologie für seine unendliche Geschichte hergenommen hat und ich benutze jetzt Michael Ende, um meine griechische Mythologie wieder. Schließt sich der Kreis. Ja, genau. Also das, es gibt einige Anspielungen an Filme oder an Comicfiguren, aber ja, die muss man dann vielleicht ein bisschen selber raus. Sind das die Themen, also gerade dieses Mythologische, dass du, wo du auch privat mal ein Buch in die Hand nimmst oder was Vergleichbares, oder sind es eher andere Themen, mit denen du dich beschäftigst? Na, also die Mythologie ist halt so irgendwie so für mich so die Schatzkiste, weil ich halt lange Zeit mich damit schon beschäftigt habe, weil ich ja auch an der Odyssee gearbeitet habe, die jetzt leider immer noch nicht fertig ist. Und ich halt festgestellt, aber alle Geschichten, die wir so kennen, sind immer irgendwelche Versatzstücke von irgendwelchen Antiken oder irgendwelchen Sagen. Und da habe ich gedacht, ja,
ich interessiere mich dann halt doch dann für die alten Sagen und sehe halt dann quasi, welche Veränderungen oder wie brav teilweise die Umsetzungen jetzt sind. Also wir reden jetzt nicht von wirklich antike Filmen, also die in der Zeit, es gibt ja so, wie kriegt der Sterne oder sonstige, die bedienen sich ja aus der Antike. Ja. Und dann sehe ich halt immer gern, da sehe ich den Teil aus die Argonauten oder die überall Odyssee, steckt Shakespeare drin. Ja, es sind Sachen, die findet man überall wieder, genau, richtig. Bloß man sieht dann, da waren sie aber doch, da hat man sich nicht so, weil man nicht so mutig und das so wirklich zu umsetzen, wie es halt früher, was die Aussage auch damals der Geschichte war. Das hat man so ein bisschen dann, verharmlost. Letzte Frage, du hast es gerade schon angekündigt, der Blick in die Zukunft, du hast von der Odyssee gesprochen, was erwartet uns denn nach diesem Comic von dir? Naja, also ich darf natürlich nicht so viel verraten. Es wird auf jeden Fall jetzt mal eine Pause geben von der griechischen Mythologie. Ich mache einen Weltraum-Comic, das spielt hauptsächlich im Weltraum. An dem arbeite ich momentan und die Odyssee, die ich angefangen habe, die mache ich immer noch auf Pause, weil jetzt durch Medusa habe ich gedacht, brauche ich mal Pause von der ganzen Antike. Ja, ja, mega. Ja. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du heute vorbeigekommen bist. Für ein kurzes, aber tolles Gespräch und vor allem wünsche ich noch ganz, ganz viel Erfolg und maximale Verkäufe hier auf dem Salon. Danke dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das zweite Gespräch, das wir heute hier und jetzt im Café führen werden, führe ich mit einer jungen Dame, die hat einen Comic gemacht. Denkst du nicht, ist trotzdem so. Und diesen Comic, den habe ich sogar komplett gelesen und ich muss sagen, ich bin sehr angetan. Er ließ sich einfach so richtig gut weglesen, sag ich mal. Und das ist eine Sache, das haben wir nicht immer. Ich habe es also sehr gerne gelesen und freue mich deswegen auch mega, dass wir hier und jetzt ein bisschen über sie und ihre Arbeit sprechen können. Mal gucken, was passiert. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo, mein Name ist Jennifer Daniel. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein. Danke. Ja, Salon, du kommst direkt von der Podiumsdiskussion, habe ich gerade gehört. Ne? Was war denn los? Ich war eingeladen von Lisa Frühbeiß zusammen mit Katharina Greve und wir haben gerade darüber gesprochen, wo Comic noch stattfinden kann. Mhm. Also Comic muss ja nicht unbedingt nur zwischen zwei Buchdeckeln existieren und das haben wir jetzt versucht zu beweisen. Ich habe ein bisschen was vorgestellt zu einem Theaterstück, bei dem ich mitgearbeitet habe und Katharina Greve hat nochmal ihr Hochhaus-Comic gezeigt, was im Web existiert hat und noch ein, zwei kleine andere Side-Projekte. Okay, also wie kann das Medium Comic unabhängig vom gedruckten Totenbaum existieren? Genau, genau. Mhm. Wo kann es noch hingehen und wo sind ganz viele Elemente, die stark aus dem Comic kommen und die man aber auch in andere, ich sag jetzt mal Medien in Anführungszeichen und meine damit das Theater stattfinden kann. Also kann es im Theater auch verschiedene Leinwände geben, die wie Panels funktionieren oder kann man mit Soundwords arbeiten? Ja. Spannend. Ich glaube, da wäre Flix auch ein guter Gesprächspartner. Der hat ja auch in der Richtung, glaube ich, Erfahrung gesammelt. Und da bietet sich eigentlich an, eine Frage, die ich nicht geplant hatte, nochmal gerade reinzuschieben. Denn ich bin persönlich immer super interessiert, weil du sagst, andere Auswertungsformen von Comic letztlich. Wie sind deine Einstellungen zu digitalen Comics? Insbesondere der Frage, gar nicht mal so Comic lesen, klar, digital, Tablet passt schon, sondern aber auch diese Kreativseite. Da muss ja ganz andere Layout-Gedanken, Konzeptideen in den Raum werfen. Wie ist denn deine persönliche Auffassung vom digitalen Comic? Also grundsätzlich finde ich es total fantastisch, weil, ich weiß nicht, ist ein offenes Geheimnis, aber ich habe auch 3 Jahre als UX-Designerin gearbeitet, also wirklich Webdesign gemacht. Und deswegen fand ich jetzt auch nochmal den Vortrag von Katharina Greve total toll zu dem Comic Hochhaus. Also für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, muss man sich das vorstellen, das sind 100 Etagen übereinander und man fängt an im Erdgeschoss und allein auch schon die Idee, dieses Hochhaus in ein Webcomic zu übertragen, ist so fantastisch gut, weil ein Blog auch so funktioniert. Das heißt, du hast erst unten das Erdgeschoss und baust dann immer oben drauf die neuen Einträge drauf und genauso funktioniert auch das Comic. Halt Erdgeschoss, erster Stock etc. bis zu 100 Etagen. Ja. Also da ist auch Webdesign und wie ein Blog funktioniert ganz eng verknüpft mit, wie erzähle ich einen Comic digital. Ja. Das heißt also, bist generell auch ganz aufgeschlossen. Gibt es da also konkrete jetzt von dir auch Sachen, wo du sagst, du könntest dir vorstellen, irgendeine Art von Comic digital zu veröffentlichen? Oder passt das gar nicht so in deine Arbeitsweise? Doch, eigentlich schon. Und ich habe auch viel drüber nachgedacht, habe mich aber dann am Ende doch für den klassischen Weg entschieden, weil ich glaube, es ist noch viel schwieriger, ich sag's jetzt so banal, aber man kriegt kein Geld dafür, wenn man es allein digital veröffentlicht. Ne? Und irgendwovon müssen wir Comiczeichnerinnen ja auch leben. Ne? Wahre Worte. Ja. Mit Originalen wird's auch schwierig, wenn man die verkaufen will. Ja, richtig, ist auch, ja. Ist, also
Es ist auf jeden Fall, danke dafür, das war, finde ich, mal ganz spannend. Ich glaube, da könnte man sehr lange drüber nachdenken, über dieses Thema. Auch die Katharina Greve, liebe Grüße an der Stelle, hatten wir auch schon im Gespräch zu genau dem Thema Webcomic und natürlich eben auch, weil sie einfach große Expertin ist. Guckt euch auf jeden Fall auch mal das Hochhaus an. Wird nicht ohne Grund immer wieder positiv erwähnt. Jetzt kommen wir doch aber mal zu den Sachen, die du gemacht hast. Ja, sehr gerne. Und zwar ist das was, das nennt sich das Gutachten. Und weil ich, glaube ich, zu viel spoilern würde, magst du uns kurz erzählen, worum es geht in das Gutachten? Okay, ich versuche es immer, mich möglichst kurz zu fassen, weil die Geschichte doch relativ groß und komplex ist. Aber ja. Das Gutachten ist im Grunde ein Kriminalroman, der 1977 in Bonn spielt. Und wir begleiten den Assistent oder Fotoassistent der Bonner Rechtsmedizin, Herrn Martin, einen älteren Mann, und erfahren ganz viel über sein Leben. Es passiert ein Unfall. Das Ganze spielt eben in der Zeit, als Bonn noch die Hauptstadt dieses Landes war. Und dieser Unfall ist im Prinzip für ihn ein Auslöser, über seine eigene Schuld im Zweiten Weltkrieg nachzudenken. Mhm. Dieser Comic hat ganz viele verschiedene, wirklich interessante Facetten. Was war denn für dich die Motivation, dieses Setting der, sag mal, alten Republik zu nutzen? Was hat dich daran fasziniert? Warum gerade das? Das hätte ja genauso gut auch in der Neuzeit spielen können. Richtig, also der Auslöser war, wie so entstehen, glaube ich, ganz, ganz viele Geschichten, war ein Foto, was ich gefunden hatte. Ich bin 2017 zu einem Comic-Workshop gegangen von der Künstlerin Barbara Jeli? Ach, nein, ich sage immer Barbara. Ich meine aber Birgit Weihe natürlich. Ah, ja. Und wir sollten ein Foto mitbringen und ich habe fast schon wahllos nach diesem Bild gegriffen, wo mein Großvater mit weißem Kittel in der Rechtsmedizin in Bonn sitzt. Neben ihm ein anderer älterer Herr mit so einem karierten Sportsakko und alles ist holzvertäfelt, Bakelittelefon auf dem Tisch, ganz viele Akten. Und hinten drauf stand eben auch das Jahr und der Ort, also 1977 in Bonn. Und im Prinzip hat dieses Foto für mich so ein ganzes Ideenspektrum eröffnet und vor allem auch, also einerseits habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich dieser Mann, mhm, und andererseits habe ich gedacht, das ist eine total spannende Zeit für unsere deutsche Geschichte, mhm, aber auch ein spannendes Setting, also so eine Rechtsmedizin, was kann da passieren und kann man da nicht eine Kriminalgeschichte zu schreiben? Ist ja komplett fiktionalisiert, das basiert meines Wissens nicht auf irgendwelchen tatsächlichen Gelegenheiten und ist aber für mich so als Laien, der noch nie in irgendwas mit einer Gerichtsmedizin außerhalb von einer Fernsehserie oder einem Film zu tun hatte, mhm, auch total so glaubhaft und so, dass es alles so in der Form auch funktionieren könnte. Ist das denn so auch vom Genre her was so dein Ding ist? Also gerade, nimm es mal Krimi. Was, bist du Krimi-Fan? Ich höre tatsächlich unglaublich gerne Krimis beim, mhm, Zeichnen. Also so auch jetzt, ja. Auch so ganz so vorgelesene Bücher, ja, so Thriller. Mhm. Weil irgendwie unterhält es mich auf eine spannende Art und Weise. Also ich könnte es mit Ja unterschreiben, ja. Der Comic hat, wie gesagt, viele Aspekte. Unter anderem finde ich es ja auch ganz spannend, auch so ein bisschen so, man sieht den Familienabläufe innerhalb der Familie, wie der Vater seinen Sohn erzieht, letztlich auch der Umgang mit der Frau und wiederum der Schwiegermutter ist es, glaube ich. Das Thema Frauenbild spielt hier natürlich auch eine große Rolle, das in der alten Republik war. Wolltest du da irgendwie auch, hast du dann einen feministischen Ansatz gehabt, vielleicht sogar irgendwie so aufklärende Worte zu finden oder Ansätze, oder war das gar nicht der Fall und es ist einfach mehr so eine Begleiterscheinung, die mir aufgefallen ist? Ich habe ganz viel über meine eigene Position nachgedacht. Also als junge Frau eine Geschichte zu erzählen über eine Zeit, in der man nicht gelebt hat und über einen Mann, dessen Leben man ja überhaupt nicht geführt hat, fand ich halt sehr, sehr anspruchsvoll. Und es gibt ja gegenüber von Herrn Martin eben auch die Studentin Miriam Becker, die RAF-Sympathisantin ist und eben auch das komplette Gegenteil von Herrn Martin. Und allein dieser Kontrast zwischen diesen zwei Protagonisten fand ich interessant, weil Herr Martin steht für alles, was alt ist und vergangen, für diese NS-Vergangenheit, und Miriam Becker steht eben für Studentenbewegung, für Feminismus, für ein neues Frauenbild und eine neue Welt. Und die prallen ja im Prinzip in dieser Geschichte aufeinander, in Form dieses Unfalls, der passiert. Ja. Ganz traurige Geschichte einfach. Man sehen ja auch gerade auf den ersten Seiten relativ viel Bonn auch, ne? Kennst du Bonn besser? Ja, tatsächlich. Also ich kenne Bonn, weil ich bin in Bonn geboren und bin nicht direkt in Bonn aufgewachsen, aber meine Großeltern haben lange in Bonn gewohnt und deswegen war ich regelmäßig da und ich habe nur 20 Minuten mit der Bahn davon entfernt gewohnt. Deswegen war das auch so die Stadt, in die man gefahren ist als Kind und als Jugendliche. Deswegen kenne ich Bonn und kann auch ganz viele Szenen und Bilder, die ich da zusammengetragen habe, sind eben auch so Schnappschüsse aus dem Familienalbum. Mhm. Also es gibt halt noch mehr als dieses eine Initialbild.
Wenn ich richtig informiert bin, ist dein Comic für den Max-und-Moritz-Preis informiert? Richtig? Mhm, das ist korrekt, ja. Informiert? Top. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen auch zum Erstehungsprozess. Ich glaube, dass das was ist, was man nicht mal eben so nebenbei macht. Da muss man schon sehr viel Zeit investieren. Erzähl doch mal ein bisschen, wie lange hast du an das Gutachten gearbeitet? Genau. 2017 kam die Idee. Dann habe ich sehr lange an der Geschichte geschrieben und angefangen, einzelne Seiten zu zeichnen. Ich bin dann immer wieder auch hier nach Erlangen zum Comic-Seminar gefahren und habe mich dann 3 Jahre hintereinander da immer wieder in die Klasse eingeschrieben, wo jetzt sage ich schon wieder Barbara Studium zu leid. Birgit! Oh Gott, sie wird mich köpfen. Auch nominiert für den Max-und-Moritz-Preis. Richtig, auch nominiert für den Max-und-Moritz-Preis. Und an dieser Stelle ist auch gesagt, dass Birgit eine fantastische Dozentin ist, weil nicht nur ich nominiert bin für den Max-und-Moritz-Preis, sondern auch Josephine Marx mit Tripp und Tropf, die eben auch zur selben Zeit wie ich beim Comic-Seminar war und mit Birgit zusammen an ihrer Geschichte gearbeitet hat. Also freut euch drauf, beide habe ich die Tage auch Interviewtermine mit den beiden. Das wird auch fantastisch. Wir haben jeweils schon gequatscht, das wird toll. Genau. Aber nochmal zurück zum Arbeitsprozess. Ja. Also insgesamt hat es 5 Jahre gedauert, aber man arbeitet natürlich nicht kontinuierlich 8 Stunden am Stück daran, sondern es ging ganz viel bei mir darum, sich Freiräume zu schaffen. Also ich arbeite als Illustratorin und man hat dann ein ganz klassisches Auftragsgeschäft und dann geht es immer wieder darum zu sagen so, nein, heute arbeite ich an dem Comic. Es muss weitergehen. Ja. Und dann gab es auch Interesse vom Carlsen Verlag und dann eben auch schon so einen Endtermin und das hat nochmal so richtig Druck gemacht, dass es dann auch fertig geworden ist. Zu welchem Zeitpunkt sind die quasi dazugestoßen oder war das klar, dass es beim Carlsen Verlag kommt? Das war, glaube ich, also es war auf jeden Fall vor der Pandemie und ich meine, dass es 2019 war. Ich meine auch mehr so im Sinne von, wie viel Prozent vom Comic waren quasi schon fertig? Konnten die noch großartig irgendwie, sag ich mal, Empfehlungen geben, reinreden? Ich habe, doch, und das war auch ganz schön, das möchte ich nämlich auch noch sagen, ich habe von Carlsen dann eben einen Lektor bekommen, der mit mir zusammen auch noch weitergearbeitet hat, Michael Grönewald. Mhm. Auch ganz, ganz tolle Arbeit mit ihm zusammen, weil wir dann uns immer die Ideen gegenseitig gespiegelt haben oder wenn ich Fragen hatte, er da ganz gut nochmal so einen Blick von außen hatte. Wenn man so lange an was arbeitet, verliert man ja im Prinzip so den Überblick. Und das war ganz toll, da mit dem Michael zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau, aber es war im Prinzip, das Drehbuch war geschrieben und das war auch, sagen wir mal, 80% Storyboard. Und durchgescribbelt war schon. Ja, genau, durchgescribbelt, aber wir haben dann gemeinsam eben auch nochmal geguckt, an welchen Stellen kann man dramaturgisch nochmal ein bisschen was nachziehen oder auch das Thema mit RAF, also wie kann ich das noch stärker einbinden, dass das eben stattfindet, weil man kann ganz schwer, finde ich, in Bonn eine Geschichte im Jahr 1977 erzählen und dann eben diese RAF und Sympathisantenbewegung komplett ausblenden. Mhm. Und dann, okay, dann gab es halt mehrere Jahre, in denen du dann gearbeitet hast und gerade so Sachen wie, ich sehe unseren Protagonisten und ich habe das Gefühl, ich weiß genau, wie er tickt. Also gerade so, ja, und dann ist es halt auch tatsächlich dann auch so, dass im Laufe der Geschichte das ein oder andere Vorurteil auch bestätigt wird dann dadurch. So charakterdesignmäßig sind das auch, hast du bewusst diesen Charakter entworfen oder ist er entstanden im Rahmen deiner Geschichte, die du erzählen wolltest? Naja, das gehört ja beides zusammen eigentlich, ne, würde ich sagen. Also ich wusste ja, wie die Geschichte wird und ich wusste, dass Herr Martin im Prinzip nicht nur für meinen Großvater, sondern für so eine ganze Generation an Männern steht. Also diese klassischen Kriegsversehrten, die traumatisiert sind und ihr Trauma aber im Alkohol ertränken. Und mir war es wichtig, auch im Character Design von Herr Martin, also da gibt es natürlich irgendwie diese innere Ebene, wo man sagen kann, okay, so ist er motiviert, so wird er durch die Geschichte gehen, so wird er sprechen, aber dann gibt es ja auch das Äußere. Und da habe ich auch geguckt, dass der nicht aussieht, wie mein Großvater aussah, sondern eher, dass man so diese ganz schwere und dieses Traurige allein schon in dieser nicht vorhandenen Körperspannung sieht. Also, dass er wie so ein fließender Tropfen ist, sehr groß, aber so hängend. Während zum Beispiel der Professor, der sein Vorgesetzter ist und eben eigentlich, wie soll man sagen, einer von denen da oben, also den besser gestellten. 10.000 quasi, ja. Genau, der hat ein gerades, durchgedrücktes Kreuz und eine aufrechte Haltung und wirkt halt so völlig unbeschadet oder beschädigt. Absolut autark vom Rest der Welt irgendwie auch. Sehr gut. Vielleicht noch die Frage zum Schluss. Lass doch mal den Blick in die Glaskugel werfen. Wie geht's denn eigentlich weiter? Natürlich, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht, hoffentlich gewinnst du den Max-und-Moritz-Preis. Dann schwimmst du erstmal in deinen Comic-Millionen, ganz klar. Ja, genau. Und wenn die dann alle ausgegeben sind, dann gibt's vielleicht das nächste Werk, das von dir geschaffen werden möchte. Hast du schon Ideen, die du uns anteasen kannst? Ja, tatsächlich habe ich Ideen. Das ist ganz verrückt, weil ich danach auch gedacht habe, boah, Gott sei Dank bin ich fertig. Jetzt habe ich endlich wieder Zeit. Und dann kamen sofort Ideen. Und ich habe gemerkt, dass mir ganz viele Sachen bei der Arbeit
viel, viel Spaß gemacht haben und die gut funktioniert haben. Zum Beispiel dieser Spannungsplot, also diese krimihafte Erzählung in Kombination mit einem gesellschaftlich relevanten Thema, finde ich total faszinierend, weil du einerseits natürlich die spannende Geschichte hast, aber den Leser eben durch die Spannung auch ja, dazu kitzelst, sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und was ich auch gerne habe, ist diese Zeit, die ich spannend finde. Und ich finde, das Gutachten beleuchtet sehr eine männliche Perspektive. Und ich würde gerne nochmal in das Jahr um die späten 70er zurückreisen und vielleicht mehr auf einen Fokus oder einen Blick auf die Frauenbewegung werfen, auf den Feminismus der Zeit. Und ja, da gibt es schon ein paar Ideen. Also fantastisch. Es geht, wird spannend, könnte man sagen. Und bleibt es auch. Liebe Jennifer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Ich wünsche vor allem nicht nur viel Spaß, sondern auch maximal viel Erfolg und Verkäufe hier beim Salon und im besten Fall vielleicht sogar einen Preis mehr. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Das dritte Interview heute hier in diesem Café, das widmet sich einem Mann, von dem ich glaube ich sagen kann, ich bin so ein bisschen Fan von ihm, denn ich habe nahezu alles von ihm gelesen und er ist ein großer Name, das weiß er selbst und deswegen macht es mir besonders viel Spaß, ihn heute hier am Mikro zu haben. Ich freue mich herzlich, dass er da ist und eben auch über seinen aktuellen Comic mit uns sprechen möchte. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin Reinhard Kleist. Hi Reinhard. Comic-Salon, ne? Ist schon ein bisschen her. 4 Jahre war jetzt nicht. Bist du jedes Mal hier gewesen in den letzten Jahren? Also als es noch war, vor der Pandemie? Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich hatte dann auch eigentlich fast immer ein relativ neues Buch dann am Start gehabt und habe jetzt auch schon seit Beginn der Karriere habe ich halt eine enge Verbundenheit zu dem Salon. Deswegen freue ich mich dann auch mal hier zu sein und deswegen war das vor 2 Jahren dann auch so sehr frustrierend, als der Salon nicht stattfinden konnte und sie haben es ja dann auch online gemacht. Also dann hatte man zumindest dass noch etwas stattgefunden hat. Aber es war natürlich traurig, weil man die ganzen Leute nicht getroffen hat und das Live-Erleben von einem Festival, die Ausstellungen und sowas, das fiel ja dann alles flach. Hast du jetzt schon die Gelegenheit, mal eine Runde zu drehen und die Dinge anzugucken oder hast du aufgrund von Signierterminen und anderen Terminen da jetzt keine Möglichkeit gehabt bis jetzt? Nö, heute habe ich mir so ein bisschen so halt so Stände angeguckt und mir die Hallen angeguckt und jetzt ein paar Ausstellungen will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken, aber habe jetzt noch ein paar Tage Zeit dafür. Okay. Und du bist ja hier mit Carlsen, deinem Haus- und Hofverlag, kann man so sagen. Ich glaube, fast alles, was es von dir gibt, ist letztlich bei Carlsen erschienen, richtig? Ja, die neueren Sachen auf jeden Fall. Und dann habe ich halt zwischendurch dann immer noch so Nebenprojekte gemacht. Also ich hatte zum Beispiel mal Bücher illustriert von Orwell und von Aldous Huxley. Das waren natürlich bei anderen Verlagen dann. Aber die Comic-Sachen, die sind jetzt eigentlich alle bei Carlsen erschienen. Erzähl mal, ich habe jetzt hier auch was anderes liegen, das ist schon ein bisschen älter, namens Das Grauen im Gemäuer. Habe ich vorhin von einem Kumpel ausgeliehen gehabt, ich kenne es gar nicht. Aber wie kam es denn damals eigentlich zur Zusammenarbeit mit Carlsen? Weißt du das noch? Ja, das hatte damit zu tun, ich hatte auch durch einen Mitbewohner, der großer Johnny Cash-Fan war und ist immer noch und der auch in der Johnny Cash Coverband gesungen hatte und der hatte mir die Biografie von Johnny Cash ans Herz gelegt und hat gesagt so, ja, du mit deinen komischen Kunstcomics da, jetzt mach doch mal was Anständiges hier, mach mal Johnny Cash und bei mir fiel das halt gerade auch so in die Phase, wo ich mich umorientieren wollte und wo ich mal was anderes ausprobieren wollte und wo dann Graphic Novel auch gerade in Deutschland hochkam und ich hatte dann die Idee gehabt, okay, ich mache einen Comic über Johnny Cash und das war natürlich klar, ich kann das nur mit einem großen Verlag machen, weil das Projekt im Vorfeld auch sehr aufwendig gewesen ist und man musste natürlich auch Songrechte bezahlen und wir haben das Carlsen vorgestellt und lustigerweise waren die erstmal so ein bisschen skeptisch und haben gedacht, so, ja, so ein Country-Musiker in Deutschland, das ist jetzt vielleicht nicht so das spannende Thema. Und dann outeten sich aber so einige Redaktionsmitglieder auch als Fans und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal. Und dann habe ich mich dran gesetzt, habe sehr intensiv an dem Ding gearbeitet, also 1,5 Jahre. War eine sehr, sehr enge Arbeit an diesem Projekt, wo ich auch sehr viel Energie und Zeit reingesteckt habe und dann kam es raus und war dann halt ein, ja, mein Durchbruch. Ja, du hast das Schlagwort schlechthin eigentlich genannt. Im positiven Sinne höre ich immer mal, dass man dich nennt auch Mr. Graphic Novel, weil du einfach so viele tolle Erfolgsgeschichten letztlich auch zur Graphic Novel gemacht hast, weil es ganz viele ja auch einfach Biografien von dir gibt und die ein breites Publikum finden. Ich habe jetzt keine Ahnung,
beispielsweise den Castro-Band auch vor kurzem erst gelesen und habe dann auch Dinge wirklich inhaltlich erfahren, mit denen ich mich aus verschiedenen Gründen noch nicht beschäftigt hatte. Dieser Begriff Graphic Novel, wir müssen ihn einfach mal kurz ansprechen. Wie stehst du dazu? Das ist ja ein Begriff, der ist ja auch im Positiven wie im Negativen ein bisschen belastet, möchte ich meinen. Wie findest du ihn eigentlich? Weil häufig ja quasi synonym für Comics gemeint ist, aber vielleicht für eine Art andere Comics, vielleicht für eine erwachsenere Version von Comics. Und diese Interpretation des Begriffs steht in einem gewissen Rahmen auch oft in der Kritik. Wie stehst du zum Begriff Graphic Novel? Also erstmal, wenn mich jemand nach einer Definition fragt, dann sage ich immer, ich bin Comiczeichner und ich mache hauptsächlich Graphic Novels. Und für mich ist das halt so eine Unterart, genauso wie Manga oder Superhelden-Comics. Es gibt so eine bestimmte Richtung vor, aber es ist natürlich auch eine Grauzone. Allerdings hat die Einführung des Begriffs in Deutschland, hat damals, wie lange ist denn das jetzt auch schon her, 15, 20 Jahre oder so, dann kam das halt so langsam hoch, hat dazu geführt, dass die deutsche Comic-Szene sich enorm gewandelt hat und eine sehr größere Bedeutung entwickelt hat. Wir waren ja so, als ich mit Comics angefangen habe in Deutschland, da war das alles sehr, sehr klein und man hat kaum mal erfahren, dass mal Zeichner auch im Ausland veröffentlicht wurden. Man wurde immer so ein bisschen so abgehandelt, so, ach, Deutschland, da passiert sowieso nicht so viel, und das hat sich halt enorm gewandelt in der Zeit. Und ich habe jetzt sehr viele ausländische Verlage, die meine Sachen publizieren, und auch sehr viele Kollegen, bei denen ist es genauso. Und das hat schon auch mit diesem Begriff zu tun. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass damals so einige Verlage so viel Energie aufgewendet haben, um diesen Begriff in Deutschland erstmal so einzuführen. Und jetzt, ja, bin ich irgendwie so mit diesem Begriff auch so im Reinen. Ich sehe es halt immer noch als Comic. Also für mich, es ist Comic, aber Graphic Novel gibt halt so eine Richtung vor. Es ist halt eher so ein bisschen was für erwachsenere, längere Geschichten, meistens schwarz-weiß. Und man weiß so ungefähr, auf was man sich einlässt, wenn der Begriff auf dem Buch draufsteht. Schon, ne? Und er funktioniert ja in einem gewissen Rahmen auch. Also er hat ja dafür gesorgt, dass Comic breiter im Buchhandel aufgestellt ist, als er das vielleicht früher gewesen ist. Und allein das ist ja Grund genug, dass man das stützt. Man war vorher immer so in der krustelligen Ecke, so hinten im Laden, so neben den Kinderbüchern. Und jetzt liegen die Bücher halt auch schon mal vorne. Oder es gibt halt ein Comic-Regal, wo dann ein extra Graphic Novel ist. Und das steht dann halt vorne. Und das finde ich dann schon auch einfach eine tolle Entwicklung. Wir kommen gleich auf jeden Fall auch noch auf Samen zu sprechen, der aktuelle Comic, den es von dir beim Carlsen Verlag gibt. Aber vielleicht nochmal zum Medium selbst, zum Medium Comic, das du ja nun wirklich schon seit vielen Jahren betreust, wenn man so möchte, und da eben auch tolle Werke rausgehauen hast. Was fasziniert dich eigentlich so an Comics? Das ist ja ein ganz besonderes Medium mit auch ganz besonderen Eigenheiten. Was ist für dich das Spannende am Medium? Im Grunde genommen ist es halt so eine Erfüllung von so einem Kindheitstraum, wo ich eigentlich eher Film machen wollte. Also ich wollte halt Geschichten erzählen, aber halt eher so im großen Rahmen, und als Filmmensch wäre ich denkbar ungeeignet. Ich habe einmal so ein Projekt, ein Filmprojekt begleitet, und das war eine ziemliche Katastrophe, weil ich mich nicht durchsetzen konnte. Also und ich sehe, so wie ich Comics angehe, sehe ich mich halt eher wie so ein Filmteam in einer Person. Also ich möchte, dass, wenn die Leute meine Comics lesen, dass es im Kopf so abläuft wie ein Film. Und so arbeite ich in meinen Geschichten, und so möchte ich halt, dass die Comics auch gelesen werden. Dass es wie ein Film im Kopf von dem Leser abläuft. Und als Zeichner ist man ja dann quasi so ein ganzes Filmteam in Personalunion. Man ist der Regisseur, man ist der Kostümbildner, der Szenenbildner, der Schauspieler, alles, Kameramann. Und das finde ich total spannend und total faszinierend, auch wenn ich Bücher entwickle und wenn ich diesen Schritt mache vom Skript, also ich schreibe ja erstmal so ein Skript, was wie ein Filmdrehbuch auch aufgebaut ist, und dann setze ich das um in Bildsequenzen, und da fühle ich mich dann wirklich wie so ein Filmregisseur, der seine Leute so dirigiert und der das dann alles so auf dem Papier so ausrichtet und arrangiert, in Kamerabewegungen denkt, Schnitten, auch so in nahe, fern, Perspektiven, viele Perspektiven, stellt man die Kamera oben hin, unten hin oder so, das hat ja alles immer eine Bedeutung. Und dieser Schritt macht für mich eigentlich immer am meisten Spaß. Jetzt hast du ja aufgrund deiner enormen Erfahrung da auch ganz viele Kenntnisse einfach in dem Bereich.
Wie viele Freiheiten hast du denn beim Erstellen deiner Werke? Wenn jetzt beispielsweise der Starman kreiert wird, lässt dir der Carlsen freie Hand, kannst du tun und lassen, was du willst, die sind immer einverstanden. Wie läuft das? Machst du komplett so dein Ding, weil das doch, wie du selbst gerade sagst, quasi immer One-Man-Shows sind letztlich? Oder gibt es schon irgendwie noch Lektorat, eine redaktionelle Betreuung, Zusammenarbeit mit dem Verlag? Es gibt eine sehr enge redaktionelle Betreuung von dem Michael Grünewald, mit dem ich eigentlich alle Bücher entwickelt habe, also von Beginn an, von dem Johnny Cash-Buch an. Und mit dem mache ich eine sehr intensive Auseinandersetzung bei der Entwicklung von dem Skript, was dann auch manchmal anstrengend werden kann, ja. Weil Michael ist als, ich würde mal sagen, so ein Erbsenzähler, der lässt mir keinen Fehler durchgehen. Und das ist auch total gut und ich brauche auch so jemanden dann an der Seite, weil der findet sich in die Stoffe halt so intensiv rein, dass er mir dann auch manchmal sagt, so Moment mal, aber zu der Zeit hat David Bowie doch das und das gemacht, ja. Das muss doch auch noch drin vorkommen oder so und dann muss ich meine Skripts revidieren und nochmal drüber nachdenken und Sachen umändern, so, das ist eine sehr, sehr intensive Arbeit und die ist wirklich dringend notwendig dabei, also gerade wenn man mit biografischen Stoffen arbeitet, wo man ja zwei Sachen bedienen muss, einerseits die Dramaturgie und andererseits aber auch gewisse Fakten und ich habe ja jetzt schon in den Büchern immer so ein gewisses so eine Hintergrundidee, um was es eigentlich gehen soll. Also nicht nur um die Nacherzählung einer Biografie, sondern auch so eine Idee dahinter, so eine Vision oder auch das, was mich mit dem Künstler verbindet, das spielt da immer noch eine Rolle. Und so richte ich dann auch die Fakten, um die es geht oder dieses Skelett an der Biografie, die richte ich natürlich an diese Geschichte aus. Und das führt natürlich dann dazu, dass es da auch manchmal Konflikte gibt, die ich halt irgendwie lösen muss und wie ich versuchen muss, diese beiden Teile zueinander zu bringen. Das hat enorm viel Spaß gemacht bei dem Nick Cave-Buch. Ja. Das ist ein sehr ausgefeiltes Erzählkonstrukt hat, weil es halt vier verschiedene Erzähler sind, die Figuren sind von Nick Cave, die dann nachher mit ihrem Schöpfer dann auch in Verbindung treten und wo es dann eigentlich auch das die Idee von der Rolle des Künstlers in dem Kosmos geht, den er in seiner Kunst entwickelt. Und das wiederum zusammenbringen mit dem Anspruch, dass ich halt auch eine Biografie erzählen möchte, war halt wahnsinnig aufwendig und hat auch für viel Zähneknirschen gesorgt. Letzten Endes hat es aber total gut funktioniert. Eine Herausforderung, die du gemeistert hast, wie es scheint, ja. Ja, war ein langer Weg. Ja. Und du hast ja diesen Fokus auf Biografien auch unterschiedlichster Menschen. Was für Menschen und was für Figuren, was für Charaktere reizen dich so, dass du dann daraus sogar eine Comicbiografie machst? Da gibt es zwei verschiedene Richtungen. Also einerseits natürlich die Musiker, wo ich natürlich auch Fan sein muss. Also Fan von Johnny Cash, von Nick Cave oder David Bowie. Klar, bin ich halt total. Das sind dann so die Herzensprojekte, an die ich so rangehe, wo ich einfach mit den Werken und mit den Persönlichkeiten arbeiten will. Und dann gibt es halt Projekte wie zum Beispiel Knockout oder der Traum von Olympia, wo es halt auch um eine politische oder gesellschaftliche Idee dahinter geht, dass ich mir zum Beispiel bei Traum von Olympia vorher gesagt habe, ich möchte etwas zu einem Thema Migration machen, das ist mir enorm wichtig und ich möchte halt eine Geschichte machen, die dieses Themenfeld beleuchtet, aber nicht so, dass daraus ein trockener Stoff wird, wo man nachher die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern halt eine persönliche Geschichte und diese Geschichte, die Menschen auch auf einer sehr herzlichen, gefühlsmäßigen Ebene anspricht. Und da habe ich lange gesucht, bis ich den richtigen Stoff gefunden habe und das kam dann auch quasi durch Zufall, durch einen Zeitungsartikel, den ich über diese Sportlerin gelesen habe, wo ich gedacht habe, so, okay, darüber möchte ich was machen, weil das spricht die Leute auf einer ganz anderen Ebene an. Und das hat ja auch dann enorm gut funktioniert. Also ich habe sehr viel Vorträge und Präsentationen mit dem Buch in Schulen gemacht und mit den Kindern drüber geredet. Deine Recherche war ja auch wahnsinnig. Irgendwie, du hast Facebook-Kommentare zusammengefischt und Befragungen von Leuten gehabt und hast dann ja einen großen Teil natürlich dazu fiktionalisieren müssen, weil es gar nicht so viele Infos, glaube ich, auch gab. Ne? Ja. Das ist ganz, ganz, ganz besonders spannend. Jetzt haben wir die Situation hier mit David Bowie, der ganz aktuell im Starman drin ist.
Was interessiert dich an ihm? Was ist für dich der Reiz an dieser Person? Das ist ja auch eine sehr schrille Figur. Das ist, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist der erste Comic, den ich von dir gelesen habe, der auch teilkoloriert ist. Stimmt das? Genau, ja, der ist okay. Komplett koloriert. Nichts Falsches, Glück gehabt. Ja. Der ist komplett farbig und da habe ich mir die Arbeit dann auch geteilt. Mhm. Ich meine, was mich an dem Herrn fasziniert war, dass ich als Jugendlicher war ich total verknallt in den, so, und der tauchte dann halt in den Musiksendungen auf und war dann halt David Bowie und irgendwie war ich sofort in den verliebt. Und dann macht es auf dem Schulhof dann auch so die Runde, naja, der hat auch was mit Jungs, so, und dann war ich natürlich auch gehuckt. Ja. Und letzten Endes hat das sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich dann an den Rand getraut habe. Mhm. Und tatsächlich gab es mal einen Versuch mit meinem ersten Verlag, bei dem ich veröffentlicht hatte, eHarper. Da wollten wir tatsächlich einen Comic machen nach einem Album von ihm, das Outside-Album. Da hat er ja auch so eine Geschichte erzählen wollen, das ist dann leider nur bei diesem einen Album geblieben, es sollte eine Serie werden. Und ich wollte dann den Comic dazu machen und das Management hat damals Nein gesagt und dann ist das ganze Projekt dann leider gestorben und jetzt habe ich mich dann an den Herrn rangetraut, aber dann halt mit so einem Biografieprojekt, wovon jetzt der erste Teil erschienen ist, der zweite ist ja jetzt gerade in Arbeit. Das ist genau der Punkt, auf den ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte. Ich las den Comic und wir haben den auch in einem anderen Podcast, den ich habe, den Comic-Cookies dann ausführlich besprochen. Und plötzlich bin ich da auf der letzten Seite und dann steht da was von einer Fortsetzung. Davon wusste ich gar nichts. Das hat mich richtig überrascht. War das so geplant? Nein. Mhm. Tatsächlich hatte ich am Anfang geplant, ich mache das Buch also in einem. Und dann kam die Idee hoch, naja, es wäre schon toll, wenn das Buch halt dann 2022 da wäre, weil das ist halt so ein Bowie-Jahr. Und dann habe ich gesagt, na, das schaffe ich aber nicht, wenn ich mich intensiv mit dem Herrn auseinandersetzen will, dann brauche ich mehr Zeit. Und dann kam diese Idee, wir machen einfach zwei Teile und das hat total gut funktioniert und ich habe die ganze Dramaturgie dann auch auf diese zwei Teile ausgerichtet. Also diese Trennung macht total Sinn in der Geschichte und gehört auch zu dem Erzählkonzept dazu. Und der erste Teil befasst sich ja nun mit Ziggy Stardust und hört dann halt auch mit dem Ende von Ziggy Stardust auf, also mit dem Auflösen der Band und dem Mord an Ziggy. Und der zweite Teil befasst sich dann mit den Berlin-Jahren und der Zeit, die dazwischen lag, also wo er dann in Amerika war und auch diese Hochphase von seinem Kokain Gebrauch, sage ich mal. Und dann ist die Geschichte dann aber eigentlich für mich auch zu Ende erzählt. So, ich möchte jetzt nicht so den ganzen. Also nicht bis zum Schluss. Nicht bis zum Schluss erzählen. Mhm. Es gibt dann so einen Nachklapp, so, aber im Grunde genommen fand ich so, dass die dramaturgische Geschichte, die dramatische Geschichte, die ist dann eigentlich mit Berlin zu Ende erzählt. Mhm. Ja, wahnsinnig spannend. Kannst du schon irgendwie so bisschen was anteasen, wann eventuell der zweite Teil kommt? Nee. Hast du eine Hoffnung? Ich denke, oder zwei Jahre brauche ich schon noch, ja. Okay. Das ist ja schon sehr aufwendig, natürlich. Weil auch die Kolorierung dauert ja eine ganze Zeit lang. Da arbeite ich ja mit dem Thomas Gielke zusammen, der den, sagen wir mal, knalligeren Teil koloriert hat. Diese etwas zurückgenommene Farbigkeit, die ist jetzt von mir. Wir haben halt natürlich haben wir gesagt, David Bowie muss farbig sein. Also es war auch eine Entscheidung vom Verlag und von mir, wo ich gesagt habe, es geht nicht, den schwarz-weiß zu machen. Ich arbeite gerne schwarz-weiß, aber Bowie muss knallen. Und ich habe dann aber auch schnell gesehen, das kann ich nicht so liefern. Da brauche ich Hilfe von jemandem. Und dann wurde mir Thomas vorgeschlagen. Ihr kanntet euch auch noch nicht vorher. Wir kannten uns schon, aber wir haben noch nicht zusammengearbeitet und ich kannte ja zu wenig von seinen Kolorationssachen und wir haben uns dann so ein bisschen angenähert, was das betrifft, viele Gespräche gehabt. Ich habe ihm ganz viel Bildmaterial zugeschickt und dann habe ich ihm auch gesagt, guck mal, es gibt diesen Film, der hat so eine ganz bestimmte eigene Farbästhetik. Das ist dieser Konzertfilm von dem allerletzten Konzert. Und orientier dich mal ein bisschen daran. So, das waren die Absprachen, die wir gehabt haben. Dann hat Thomas losgelegt, hat mir die ersten Seiten geschickt und ich habe erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Okay.
gesagt, das ist zu krass, das geht gar nicht. Ja, ungewohnt für dich wahrscheinlich, die Zeichnungen so korrigieren. Das war total ungewohnt, ja. Weil meine Farbigkeit ist immer sehr zurückgenommen. Ja. Eher so Beige-Töne und so ein begrenztes Farbspektrum, was ich dann so abdecke, wenn ich mal selber koloriere. Und dann kommt dieser Thomas und haut da Magenta und Gelb rein, ja. Und so. Und ich dachte zuerst nicht, das geht gar nicht, den muss ich irgendwie zurückpfeifen. Mhm. Dann habe ich es mir noch länger angeguckt und habe dann gemerkt, das ist genau Bowie. Das muss so sein. Und dann habe ich ihn dann eigentlich auf freie Hand gelassen zu kolorieren und habe mich dann immer gefreut, wenn ich dann wieder Seiten an ihm zugeschickt bekommen habe. Musst du es nicht machen. Nee, dann es waren halt so Überraschungen dabei. Na klar. So eine Farbe, die ich halt überhaupt nicht benutzt hätte, die er da so reingeknallt hat. Und auch diese Farbentwicklung, die es da gibt, dass es zum Ende hin dann immer noch exzessiver wird. Dann hat er auch die Idee mit der Comic-Ästhetik bei den illustrierten Songs, total gut passt. Und so Raster dann reingebaut und wir haben uns mit den Kostümen abgesprochen. Ich habe ihm dann so Mustersheets gemacht, dass er dann die Muster in die Kostüme so einbauen konnte. Ich habe mich halt sehr, sehr intensiv mit der Entwicklung und auch der Dramaturgie von David Bowies Kostümen beschäftigt. Also wann er welche Kostüme benutzt hat und wer die hergestellt hat. Das ist Teil des Comics auch, ja. Ja, das ist total spannend, das auch so zu beobachten, dass er Kostüme dann nicht nur so eingesetzt hat, so ich wechsle die jetzt, sondern hat die halt auch dramaturgisch eingesetzt, dass so das eine Kostüm war so ein Überwurf und dann hat er dann damit ein Lied gesungen und dann kamen von links und rechts Komparsen, haben ihm diesen Umhang auseinandergerissen und darunter war dann dieser total irrsinnige, alienhafte Strickanzug. Und das muss damals für das Publikum unfassbar gewesen sein. Ich glaube, das hat sich noch niemand getraut, auf diese Art und Weise aufzutreten und sich so komplett in einen Alien zu verwandeln. Lieber Reinhard, man spürt auf jeden Fall auch die Begeisterung, die du für David Bowie in irgendeiner Form empfindest, wahrscheinlich bis heute. Bis heute, ja. Ich bin auch immer noch verknallt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist und mit uns über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und Erfolg hier beim Salon. Dank dir. Dankeschön. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.